Boah, dieses alleine dieses. Letztens habe ich. Haben mich weggeschmissen. Ich habe so gelacht über mich selbst. Ich bin schlecht drauf. Warum, warum? Vermiese euch richtig die Laune. Niemals. Doch, heute bin ich Grima Schlangenzunge. Der lacht schon innerlich, der ist im Plätze doch. Man nennt heute Mr. Eis. Man nennt mich Stracciatella. Streich dir gleich einen Teller. Streich ja einen Teller, ne? König, wo ist dein Eis hin? Geschmolzen? Warum sitzen wir jeden dann umsonst? Das ist deine Leidenschaft, das ist was anderes. Oh, oh, der war gut. Betonung liegt auf Leiden. Nee, bei mir schafft. Ihr leidet. Ich schaffe an. Geht? Piep! Nein, nein, nein. Voll verkackt. Voll versprochen. Nichts blieb, lass drin. Ich bin eiskalt, ich lache nicht. Ich war ein Versprecher. Wir haben Stimmung im Laden. Ja. Der Marokkaner hat das Eis gebrochen. Was? Marokkaner? Stimmt. So, fang an jetzt, Sagrada. Die unvollendete Basilika Sagrada Familia hat endlich einen Fertigstellungstermin bekommen. 2026, nur 144 Jahre nach Grundsteinlegung. Der Architekt Antoni Gaudi sagte damals, mein Kunde hat es nicht eilig. Deswegen drücken wir heute ein bisschen mehr auf die Tube und geben Gas. Herzlich willkommen bei Grumman Sport. Hallo. Was ist das für eine Basilika? Basilikum. Ja, was ist das für ein Basilikum? Sagrada Familia in Barcelona, diese Kirche. Ach, diese... Ich habe jetzt 15 Mal angefangen und du hast keine Ahnung, wovon ich rede hier. Was ist das? Ja, was denn? Die ewige Baustelle. Ja, warum? War die nie fertig? Nee. Nein. Ach so. Kriege und finanzielle Engpässe haben dafür gesorgt, dass das ganze Ding immer länger gebraucht so hat. So wie der Berliner Flughafen. Ja, der ist auch noch nicht fertig. Der ist auch in 144 Jahren. Mr. X weiß Bescheid. Direkt Berliner Flughafen. Ja, ist schon. Aber 2026 ist er fertig. Endlich mal. Weil ich stand davor, da war nur schon Planung davor. Dachte ich, war schon drin? Nee. Die hatten keine Planung. Ich habe letztens von jemandem gehört, der drin war. Und der hat wirklich erzählt, da muss man rein. Ich war immer die ganze Zeit nur von draußen. Ja, 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 von draußen war die ganze Zeit nur Planung davor, wollte ich nicht rein. Ja, ja, aber ich war jetzt, wann war ich das letzte Mal jetzt da? 2023? Ich war 2019 das letzte Mal da. Ja, auch die Plane in Notre Dame ist auch weg. Das ist schon komplett fertig jetzt. Kannst wieder rein. Und Notre Dame, dank Assassin's Creed, ne? Das weiß Mr. X nicht. Der weiß es nicht. Wer sagt klar. Wer ist denn? Das ist der Typ, der vom Dach zu Dach springt. Ja, aber warum wegen ihm Notre Dame? Weil er das gegründet hat. Ja, sicher. Ja. Nein, weil Ubisoft die ganzen Baupläne Ubisoft und so. Ubisoft, die perfekte Baupläne, alles. Und deswegen hat Paris sich an Ubisoft gewendet und hat gesagt, ihr müsst uns helfen. Haben die Baupläne rübergeschickt und haben das Ding wieder neu gebaut. Wieso haben die selber keine Baupläne? Die haben das nicht so detailliert gemacht wie die Ubisofter. Die sind da mehr so... Das ist die Fiktion wieder ein Schritt. Der Franzose, ne? Der Franzose ist halt. Der Franzose erstmal Baguette, ein schön Weinchen und so. Ja, aber schön, wenn das fertig ist. Ja, das heißt, ich wusste aber nicht, dass man da rein kann. Doch, man kann da rein. Schon seit längerem. Aber nicht raus. Ich bin jetzt schon seit, ich war fünfmal in Barcelona, ich bin immer draußen rumgetanzt und sowas. Und ja, das, ich auch. Und ich habe halt letztes Mal gemerkt, ich glaube, es war 22, als das letzte Mal da war, habe ich gemerkt, dass es wirklich größer geworden, also auch von der Fläche her. Ne? Früher war da nicht so viel Raum und so, der eingenommen wurde von der Basilika. Und jetzt habe ich gemerkt, da waren sehr große Besucherschlangen. Und dann hat mir jetzt letztens jemand erzählt, die Führung da drin muss grandios sein. Krass. Dann muss halt jetzt schnell rein, bevor das Ding fertig ist, dann wird es noch teurer. Ja, dann jalla, direkt. Ich guck mal nach Flügen hier. Was ist das? Komm, los. Nächster Podcast dort in der Basilika. Ich bin gerade Familie, wir fragen direkt. Direkt, genau. Thema wird Basilikum sein. Ja. Ja. Wir gehen aber alle mit Barcelona-Trikots. Außer der muss Madrid haben. Damit boah, dann verprügeln wir den Bär. Der getretene Bär in Barcelona dann. Ja, Jort, ne? Das ist schön. Ja, ja, ich das ist nicht Vertretbär. Das heißt, man müsste sich jetzt schon ein Ticket sichern. Und dann müsste man da 2026 auf jeden Fall nach Barcelona. Barca. Aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich so dann die Stadt ist. Also die Weltkulturstadt ist des Jahres oder sowas. Echt? Gehe ich mal davon aus, dass sie es dann machen. Das war ja damals in Bonn ja auch, als Beethoven hier Geburtstag hatte, 20. Ach so, war damals Bonn ja auch eine der 10 Städte, die man besuchen müsste. Bonn ist eigentlich immer eine Stadt, die man besuchen muss. Und dann kam Corona und dann ist keiner gekommen. Ah, Corona. Und dann haben sie noch nicht mal geschafft, die Beethovenhalle fertig zu machen. Diese Corona hat uns alle fertig gemacht. Es gibt auch einen Song von... Ich glaub, das war nicht beabsichtigt. Ich kann, das kann mir keiner sagen, dass es beabsichtigt war. Das war auf keinen Fall beabsichtigt. Doch, hier, das geht so. Corona. Nee, 100 Euro pro Person. 100 Euro pro Person. Hin und zurück. 6 Tage. Muss auch gucken, wie viel die Tickets kosten. Von Sagrada Familia, die umsonst. Ich bin das ist teuer. Ja, wir kennen Leute, Warte mal, das interessiert mich jetzt. Das will ich jetzt Quatsch, wenn ich Wasser trinke. Selbst eine Schlange lässt einen Wasser trinken. Und du? Hab gar nicht gesehen, dass du trinkst. Als ob Bären freundlicher sind als Schlange. Der Song ist von Michael Jacksons Produzenten. Siggy Jackson. Sein Cousin. Ja, Michael Jackson. Nein, Cousin, der Produzent. Wer ist der Cousin von Michael Jackson nochmal? Tom Cruise. Steve Wonder. Ja, Steve Wonder. Stimmt, sein Cousin, ja. Ja, das stimmt.
Ja, willkommen bei Grown Man Sports. 33 Euro. Also ich bleib draußen. Aber ab, ich guck von draußen rein. Nicht. Okay. Schau dir doch, ich setz ins Creed ein, dann bist du drin. Nee, zieh die gleichen Klamotten an wie ich und dann sag ich so, oh, ich hab kurz was vergessen, dann geh ich raus und dann kommst du. Nein, ich hab meine Haare, ich hab die kurz geschnitten. Wieder. Ja, genau. Dann geh ich als Erster rein und dann sag ich, ich hab meine Haare geschnitten, dann gehst du rein. Ja, und dann geht Marcel. Ich hab meine Kinder vergessen. Gaming the System. Wir machen die Pleite. Auf jeden. Ja, krass. Ja, ja, wie auch mal interessant. Ne? Man muss mal auch Pläne machen für die Zukunft und so. Also das letzte Mal. Ja, aber das ist ja nichts im Gegensatz zu Kölner Dom 400 Jahre. Also die sollen sich nicht so anstellen. 400 Jahre. Was ist das denn? Ist auch ein anderes Kaliber. Kaliber. Anderes Kaliber Alter. Von. Wann haben die angefangen? Vor 400 Jahren. 1200 noch was. Ja. Also generell, man muss einen zum Kölner Dom sagen. 1200 noch was? 1300 noch was. Ich glaube, 1300 wurde angefangen zu bauen, ne? Das sind doch keine 400 Jahre. Nein, aber die haben 400 Jahre gebraucht, Unterbrechung. Bis der fertig war. Also Unterbrechung und so weiter. Nicht vor 400 Jahren haben die den gebaut. Und 1800 ja, deswegen 700 Jahre. 1800 war die Planung wieder futsch. Bis dann ein Franzose irgendwie das so bei einem. Bei Ubisoft bestellt. Irgendwo gebaut hat. Aber ich muss sagen, also jedes Mal, wenn ich vor dem Kölner Dom stehe, denke ich mir so: Leck mir den Cash doch. Mach mal, jetzt hat das Creed auf Kölsch. Lorenz, wo ist das? Lorenz, mal, ey, was ist das denn? Da muss ich mal hochklettern. Lorenz, wir leben im Schatten. Ich habe einen Auftrag für dich. Such uns eine Babsing-Mütze. Also ich muss sagen, Kölner Dom, schön, aber Köln an sich. Aber warum haben die schön. Den Hauptbahnhof direkt daneben gebaut? Das wackelt doch. Der Hauptbahnhof war vor dem Dom da. Ah, ja. Hat 600 Jahre gedauert. Ja, ja. Die hatten Vorkauf. So für die Wanderer, weißt du? Ja, die Schildergasse, die gibt es immer noch seit dem 12., 13. Jahrhundert. Die ganze Schildergasse, da waren die ganzen Schilder, da waren die ganzen Handwerker und Kunsthandwerker und so weiter. Und die Schilder gebaut? Ja, auch. Ja, und jetzt sind da Junkies und Bettler. Ja, sie wir sind fortgeschritten, jetzt sind McDonald's, ja, Burger King, H&M, Junkies, Monkeys, Pico Kloppenburg. Die Straßenmusikanten sind eigentlich immer noch dieselben, die von damals. Esel, Pferd, Bär und Gurke oder wie die hießen. Esel, Pferd und Gurke. Der mit Bremer Stadtmusiker. Ja, ja, stimmt. Die sind aber in Köln. In der falschen Stadt. Geschichten und so. Wenn wir schon bei den Tieren sind, ne? 20.000 Elefanten nach Deutschland abgeschoben. Sollen abgeschoben werden. Von wem? Botswana. Die auch noch. Botswana. Der Präsident von Botswana hat Deutschland gedroht. Weil er hat gesagt, weil die Deutschen gesagt haben, ja, illegale Tierjagd und so etwas, ne? Ist halt nicht gut und bla bla bla. Die müssen mehr was dagegen tun. Hat er gesagt, what? Ihr wollt uns sagen, was wir zu tun haben? Wisst ihr, wie es ist, neben so wilden Tieren zu leben die ganze Zeit und dies und das? Ich kann euch mal 20.000 Elefanten rüberschicken. Und er meint das tot ernst. Ich schicke euch 20.000 Elefanten nach Deutschland und wenn ihr die so liebt und so mögt und so sich dann sollen die durch die Stadt laufen. Dann lasst die mal ein bisschen durchlaufen. Mal gucken, wann ihr die Schnauze voll habt und die abknallt. Die schieben im Jahr bis zu 300.000 Elefanten ab in die umliegenden Staaten, afrikanischen Staaten, nach Mosambik und keine Ahnung wohin. Und einige sind gerade im Verzug noch, die können die gar nicht mehr so aufnehmen. Und 20.000 werden jetzt nach Deutschland. Mit der Lufthansa hat es angeboten, die rüber zu fliegen. Aber die Frage nicht mehr. Ist, wo willst du mit 20.000 Elefanten hin? Ja. Ja, da machst du aber überleg mal, wenn die jedes Jahr 300.000 abschieben, wie viele haben die von denen? Ja, Gott sei Dank. Die schießen die alle ab. Gott sei Dank. Kein Wunder, dass sie dann abgeschossen werden. Ja, ja, das ist nicht nur. Das ist halt, habt ihr mal gesehen, wenn ein Elefant ausflippt? Ey, der lässt dann nichts übrig. Wirklich, der schmeißt die Motorräder weg, kleine Autos weg, kein Problem für den. Und wenn so ein Elefant direkt an meinem Land lebt und alles zertrampelt, dann denke ich mir auch so, du blödes Vieh. Dann würde ich nie machen. Aber weißt du, kein Wunder, dass die sagen, ey, seid ihr mal ruhig. Ne, jetzt haben die natürlich Schiss. Aber was hättet ihr denn lieber? Hättet ihr 20.000 Elefanten oder diese Affen-Gangs aus Thailand oder wo das ist? Boah, Indien, die sind schlimm, ne? Nee, in Thailand, glaube ich, gibt's auch. Indien sind auch, die sind richtige Gangs. Klauen und so, ne? Junge, boah. Schlau auch. Verdammt schlau. Hardcore. Lorenz. Bujo! Zwei rivalisierende. Aber die Aufnahme ist ja, muss man sagen, ist von 2021, die ist etwas älter. Aber das ist ein gängiges Problem bei denen. Das ist normal. Also sind die jetzt 3 Jahre älter, die Affen jetzt quasi? Ja. Boah. Die Hälfte ist bestimmt 4. Fast. Alle aufgefressen. Ach du lieber Himmel. Aber das ist die Frage. Affen oder Elefanten? Elefanten sind langsam. Aber Elefanten sind wild. Wenn 10 Elefanten da durchlaufen, kannst du 20 Stunden. Die zerstören mehr, aber ich glaube, die würden mehr Chaos verursachen. Und ein Elefant? Auf jeden Fall mehr lass die mal auf der Schildergasse los. Boah. Junge. Oh, da wäre ich mal Ruhe auf der Schildergasse. Und dann im Gegensatz zu Elefant verbraucht 400 Liter Wasser am Tag. Boah, voll die Schlacht. Und der Affe? Wie viele Bananen? Eine. Zwei. Ja, voll, guck mal, voll am Kämpfen, ey. Was ist das denn? Das ist nice. Crips and Blood, my fucker. Aber nice. Richtige Gang. Die halten wenigstens zusammen.
Die halten wenigstens noch zusammen. Ja. Nicht so wie der Bär. Elefanten auch. Elefanten halten auch zusammen. One Tribe, One Tribe. Warum sind die Bären dann Einzelgänger? Weil wir cool sind. Hm, stimmt doch gar nicht. Gummibärenbande? Stimmt. Hier, apropos Affen, habt ihr gehört, dass in welchem Zoo wurde jetzt dieser Bartaffe geklaut? Hab ich nicht gehört. Es wurde irgendwo eingebrochen. Gehört. Doch, ein Bartaffe wurde geklaut. Ich glaube, das war sogar hier in Deutschland. War der am Baden oder wie? Nee, das sind diese Bartaffen, ne? Die sind vom Aussterben bedroht. Und jemand ist in den Zoo eingedrungen und hat den geklaut. Hm. Aber jetzt, warum? Keine Ahnung warum. Warum klaut man einen Affen? Das ist die Frage. Ja. Ich kriege einen Affen. Aber der ist sehr teuer auch, ne? Vielleicht deswegen. Und der hat so einen Bart. Aber die Frage ist, warum klaut man einen Affen? Was will man damit? Aus Zoo Leipzig geklaut. Aus Leipzig, genau, Leipzig war das. Bartaffendame wurde geklaut. Das Männchen ist jetzt allein im Gehege. Boah, nein. Der Arme, der ist bestimmt voll am Durchdrehen. Der hat Depris des Todes, mein Freund. Echt, die ganze Zeit. Vor einem Tag. Jogger entdeckt gestohlenen Bartaffen. Jo, ist er wieder aufgefunden? Aber wieder aufgefunden. Jetzt hat ein Läufer das Tier wohlbehalten gefunden. Ja. Fass das Mikro nicht an. Aber ohne Scheiß. Ich hab das gehört. Zieh doch die Kopfhörer raus. So einbrechen, Affenklauen. Wie funktioniert das? Okay. Ja, es gab doch schon mal so ein paar Aktivitäten von irgendwelchen Umweltschützern, die haben, glaube ich, auch mal nachts irgendwelche Tiere befreit oder so. Das ist gar nicht mal so schwer, glaube ich. Na, die Mauern und die Zäune sind schon verdammt hoch mittlerweile. Dann sollen die mal einen Berggorilla befreien. Hier, habe ich daran nicht gehört, dass ein Jogger den Berg an den Affen gefunden hat. Ja. Hast deinen Job nicht gemacht, ne? Wenn du weniger Jogger essen würdest, würden wir mehr Tiere finden. Wirklich. Ein Kotzbrocken war das. Joggerin lecken. Nee, lecken Bart, besser. Lecker besser. Bartwaffel. Schmecken besser. Bartaffel. Bartwaffel. Ja, ich finde, Mr. X sollte ein paar Elefanten aufnehmen. Einfach mal so aus. Ja, jeder. Kollegialität. Aber wie witzig, dass die Lufthansa sich das Angebot gemacht hat. Ja, denen ist das auch egal, was die fliegen. Aber die brauchen für zwei Elefanten, glaube ich, 3 Wochen oder so. Weil die muss sie erstmal. Was ist das jetzt? Muss erstmal. In den Flieger packen. Das ist nicht so schwer. Da legst du halt ein bisschen. Hast du mal gesehen, wie so ein Elefant, wenn er furzt, wie das im letzten Video gesehen? So eine Safari-Gruppe. Oh, guck mal, oh, geil. Ganz nah. Das war, glaube ich, 20 Zentimeter vor denen. Geht so ein Monster-Elefant vorbei. Kurz vorm Weggehen. Die Leute, die haben sie erstmal kaputt gemacht und keine Luft bekommen. Ja, der hat Methan ohne Ende. Ja. Aber so schwer ist das gar nicht, Elefanten in ein Flugzeug zu kriegen. Das war doch dieser Witz mit dem, wie kriegt man Elefanten, 4 Elefanten in ein Auto, oder? Mhm. Wie denn? Hast du wieder nicht aufgepasst? Ich höre noch nie zu. 2 vorne, 2 hinten. Stimmt. In einem Mini war das. In einem Mini sogar, ja. Siehst du? Woher weißt du, dass 8 Elefanten in der Kirche sind? Stehen 2 Minis. Draußen stehen 2 Minis. Deswegen ist es nicht so schwer, dir ein Lufthansa-Flugzeug zu kriegen. Da ist noch mehr Platz als ein Mini. Muss nur doppelt Sitze machen. Gib mal hier ein. Lufthansa bietet Elefanten. Da siehst du das Bild, wie die das sich vorstellen. Das haben die auch öfter schon gemacht. Nach Ägypten haben die Lufthansa-Elefanten ausgeflogen. Übrigens, Botswana will auch noch nach England 10.000 abschieben. Da will die Dinger loswerden. Ja, bevor ich kann man die essen? Elefantensteak? Die Lufthansa Cargo, muss man aber auch dazu sagen, also, ne? Nicht, dass die Leute jetzt denken, das ist ein Passagierflugzeug. Die 20.000 Elefanten, die Botswana-Präsident aus Wut auf die Afrika-Politik der Grünen nach Deutschland abschieben will, abzuholen. Ja, ich sag mal so, ne, das ist wahrscheinlich dann alles subventioniert. Das heißt, es gibt Kohle. Warum sollen die es nicht machen? Aber das heißt, Lufthansa hat Beef mit den Grünen. Auch das heißt, Lufthansa hat Beef mit den Grünen. Gegen die Grünen. Beef mit den Grünen. Ja. Beef, Elefantenbeef. Ja, wir kennen ja einen Lufthansa-Cargo-Piloten. Der wird das wahrscheinlich machen. Ja, wir rufen den an und sagen, hier, bring mal 20.000 Elefanten mit. Kein Problem, mach ich. Ja, lass uns die aufnehmen und wir verkaufen die an die Zoos. 20.000, wo willst du hinstellen? In den Zoo. Mit, oder was? Nee, hier alle hier reinschauen. Jede Stadt eine. Ja, bringt nichts. Dann jede Stadt 2. Herde verkaufen. Ja, dann auf einen Schlag. So, 20.000, wie viel kostet ein Elefant? 40.000 Euro. Ja, rechne mal. 20.000 mal 40.000. ist doch wahr. Wie viel kostet ein Elefant? Keine Ahnung. 40.000, kannst du eingeben. Wie viel kostet ein Elefant? Ja, wenn du jetzt einen kaufen willst oder einen abschießen willst. Ja, es ist ein Schwarzmarkt, das ist was ganz anderes. Ja, da zahlst du doppelt. Das ist ganz anderes. Das ist der Kauf schon illegal. Das ist der Kauf schon illegal. Und du willst das auf legale Weise nach Deutschland bringen. Wenn du jetzt einen kaufen will, wie viel kostet es? Was steht da? 54.000. Ja, siehst du, hat doch recht, Junge. Ja, fast. Jetzt 20.000 mal 54.000. Wer hat das festgelegt? 54.000. Ne, das ist wie ein Auto verkaufen.
Ja. Zum Beispiel in Thailand oder so, die arbeiten ja mit den Tieren. Ja, aber gibt es dann irgendwie so Special Features, wenn gibt's dann noch halt so Elfenbein-Dinger hat, dann ist wenn der groß und kräftig ist, ist er teuer. Da gibt es keinen TÜV, da gibt es TÜV. TÜV. Ja, aber ohne Scheiß, wenn er stärker ist und größer ist, dann verkaufst du natürlich teuer. Ja, aber rechne mal, wie Kamele und so. Ja, natürlich, handelst du auch mit Kamelen, mit Ziegen. 20.000 mal 54.000? Ordentlich. Nee, dann sind wir reich. Boah, Mr. X direkt, ne? Hat schon. Mille. Ja. Mr. X hat gerade den Abkurs ausgepackt. Wir schreiben den Botswana-Präsidenten, hallo, ich nehme sie auf. Ja. Aber Transport muss er übernehmen. Nee, Lufthansa. Ja, das kostet trotzdem. Ja. Steuergelder. Das übernehmen wir. Der ist happy, die sind weg. Die Grünen müssen bezahlen. Und die 10.000 zahlen, nicht? Ja, die Grünen sind noch dafür. Und die 10.000 für England zahlen die von uns nehmen wir auch noch drauf. So, das heißt 30.000, die von England nehmen wir auch noch. Die Grünen da die ganze Zeit diskutieren und alle in iPhone. Aber überleg doch mal. So, jedes Jahr 300.000 mal 54.000. Ja, Botswana ist reich. Das ist ein super friedliches Land übrigens. Ne? Und du kannst mit dem deutschen Pass, du kriegst On-Arrival-Visa. Brauchst nicht mal an mir. Du gehst hin und ja, Urlaub, 90 Tage, baff. Kannst du direkt. Ja, und in den Stempel steht da so ein Elefant mitnehmen. Muss man ja, echt. Das Elefanten wird schön. Ich habe letztens ein Video gesehen von SeaWorld, wo die so eine Robbe auf so einer Klippe retten wollten und dann so, die Frau packt diese Robbe so an der Schnauze und dann kämpft die so mit der und will die irgendwie festhalten und so und dann lässt sie die los in die Robbe, die ganze Klippe. Tot. Ja. SeaWorld, super Aktion gemacht. Super. Super. Ah, hier, apropos, falls ich hier runterfallen, habt ihr das von den Fischen auch gehört in Amerika? Ich dachte, du hast kein Thema. Ist mir gerade eingefallen. Da ist ein LKW, hat 102.000 besondere Fische, ne? 102. So Lachse, so extra Lachse, die vom Aussterben bedroht sind und die wollten die zu einem anderen Teich bringen, anderen See bringen. Ne? Auf dem Weg Unfall gebaut. Umgekippt, die ganzen sind alle lebendig in einen anderen See gefallen, teilweise. Doch, haben nicht die alle, aber als einige. Und jetzt leben die da in dem scheiß See und komplett super. Falsch. Eigentlich wollten die zum anderen See, jetzt sind die irgendwo im anderen See. Können wir lassen mal fischen gehen. Jetzt haben wir Elefanten und Lachse. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, bei sowas natürlich. Bin ich mal total durch. Die haben sich ein bisschen verfranst. Ja. Ja, das ist auch gut. Truck crash spills thousands of live salmon into the wrong river. In wrong river, sogar im river. Ja, dann rufst du mal meine... In Oregon, das funktioniert aber in State Oregon. Ja, da rufst du meine Kollegen an, sollen rüber gehen, Lachs fressen. Aber einfach krass, den Mund aufmachen. Ne? Schlaraffenland. In den Mund reinspringen lassen und so. Aber stell dir vor, ja, wir bringen die jetzt zu dem See alle so. Ja, wir sind jetzt im falschen See. Warum? Das heißt ja nicht umsonst, aus Versehen. Aus Versehen. Ich verstehe. Ja, der einzige, der hier was versteht, aber ich habe hier nichts. Ziemlich viel hier. Tierwelt. Nicht Human Trafficking, das ist ja Animal Trafficking, was wir hier machen. Verkaufen Elefanten, ja. Legen wir uns hier mit Affen an. Wie viele Meter das sind? Nein, da passiert nichts. Weißt du, wie viele Meter das sind? Das passiert trotzdem. Das ist eine Riesenklippe, natürlich. Ja, aber da passiert nichts. Willst du mir sagen, so eine Robbe überlebt das? Ja, nee, die sterben nicht. Nein, das ist am Strand und so, dass du da überlebt hast. Die ist safe tot, Mann. Die Frau, wenn ich die erwische, ja, aber nicht die Robbe. Ja, das heißt nicht umsonst aus Versehen. Falscher See. Hm. Ja, aber das war ein River. River das war kein See. Das war ein River, ne? Habe ich ja See gesagt. Okay, da habe ich mich glaube, die fühlen sich da ziemlich wohl, die Flachse. Ja. Lachsen. Der Transporteur ist sehr lax mit seinem Cargo umgegangen. Lachshose. Lachs. Lachshose. Das kommt mir alles vor wie April-Scherz hier gerade. Sind wir noch? Wir sind noch im April-Vibe. Habt ihr irgendwelche guten April-Scherze mit dir bekommen? Gar nichts. Nee, gar nichts. Gar nichts. Nichts. Das ganze Internet war voll damit. Ich habe nicht mal das gemerkt, so dass langweilig. So nichts. Ich schwöre, ich habe nichts gesehen. Ich habe normalerweise, Sina ruft mich immer am 1. April an und prankt mich oder so, oder ich versuche sie zu pranken hin und nix. Also dieses Jahr gab es keine. Da hat doch ein Pfarrer in Bayern oder keine Ahnung wo. Was hat der? April-Scherz gemacht und lacht sich selber kaputt und das Video ging viral. Ein Pfarrer? Ja, so 700.000 Klicks. Das ist ein Witz. Mit einem Pfarrer oder ein Fahrer? Nee, ein Fahrer. Hä? Uber? Ein Pfarrer, nicht Uber? Ein Fahrer. Pfarrer. Uber. Der hat dann kurz bevor der halt dann ne, zum Gebet ruft und sagt, so, ich muss heute 1. April ein bisschen einen Witz erzählen. Und daraufhin gepostet, 700.000 Klicks und er lacht sich selber dabei kaputt. Und Blaskapelle und so. Blaskapelle fängt immer auch an zu lachen. Blaskapelle klingt gut. Blaskapelle. Ja, ich habe durch Zufall habe ich diesen bei mir wurde in diese Timeline dieser alter BBC-Gag reingespielt. Kennt ihr das? Mit dem Harvesting Spaghetti? Mm, aber das hört sich lustig an. Das ist wohl ein Gag, der geht zurück. Warte, ich lasse mal hier laufen. Also es ist eine Dokumentation, die wurde von der BBC wirklich ausgestrahlt 1957. Und zwar ging es darum wohl um den Spaghetti-Baum-Scherz. Der erzählt die Geschichte einer Familie in der Südschweiz, die Spaghetti von einem fiktiven Spaghettibaum erntete. Die Sendung wurde in einer Zeit ausgestrahlt, als dieser italienische Gericht in dem Vereinigten Königreich nicht weit verbreitet war und einige Briten nicht wussten, dass Spaghetti aus einem Weizenmehl und Wasser hergestellte Pasta sind.
Hunderte von Zuschauern riefen bei der BBC an, um entweder zu sagen, dass die Geschichte nicht wahr sei oder um sich darüber zu wundern. Und einige fragten sogar, wo sie ihren eigenen Spaghettibaum anbauen könnten. Das wäre, das muss überlegen, das ist, noch das ist nicht ein mal, guter Break. Das ist noch nicht mal so alt und die Leute wussten. Wann war das? 57. Ja, okay, das ist schon fast 50 Jahre her, ne? Und du musst wissen, gerade 30 Jahre davor war dann dieses Orson Welles-Ding, diesen Angriff der Aliens, ja, und so, ne? Und das ist über 50. Wie, wenn das 1950? Ach so, 57. Das ist fast 70 Jahre. Shit, Mann, ich bin wieder 20 Jahre zu spät. Ich habe letztens auch geschrieben 2007. Ich weiß nicht warum. Ich habe geschrieben 2007. Da bist du ziemlich weit. Da erklärt einiges. Something wrong with me. Auf jeden Fall habe ich gelesen, irgendjemand meinte, komischerweise ist der 1. April der einzige Tag im Jahr, wo die Leute die ganzen Nachrichten im Internet in Frage stellen. Ansonsten nie. Also du nimmst immer sonst als alles wahr, aber am 1. April, also, das kann nicht stimmen. Das kann nicht das stimmen. Kann nicht sein. Ja, sag mal am 1. April, dass der Dom, für den, dass sie für den Dom 400 Jahre gebraucht haben. Wie lange? Spinnst du? Sondern ein Tag später, ja, 100% richtig. Auf jeden Fall. Das ist 1. April, stellst du alles in Frage. Also bei mir waren die ganzen Feeds waren voll, nur mit, du konntest nichts ernst nehmen. Gar nichts. Null. Nee, ohne Scheiß, ich hab nichts. Und da habe ich mir so eine kleine Doku angeguckt von einem Typen, der meinte, warum wir überhaupt uns meinen, in den April schicken zu müssen und so. Ne? Und es geht halt wirklich, es gibt keine richtige Erklärung dafür, außer dass manche Leute wohl gesagt haben, es ging wieder zurück, dass es, weil früher ein paar Leute gesagt haben, ja, ich müsste das Jahr mit dem April anfangen und dann musste man sich wohl ins neue Jahr schicken. Andere Leute haben aber gesagt, die verulken die Leute, die dachten, dass der April der erste Monat des Jahres ist und deswegen schicken sie die in den April und sowas. Es gibt keine richtige Herleitung, warum Menschen am 1. April meinten, sie müssten mit Scherzen die Leute hinters Licht führen. April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Passt auch nicht. Nee. Oktober. Und normalerweise fängt immer mit März an eigentlich. März müssen. Ja, März 21. Ja, März bei uns. Deswegen haben die ja gesagt, im April hat überhaupt keinen. Scheidet völlig aus. Eigentlich 21. Der 1. So, das ist der, unser Januar sozusagen. So. Der 21. Das würde bedeuten, dass unser Tierkreiszeichen komplett anders. Dann bist du gar kein Fisch. Ich glaube, so sind nicht ein Tierzeichen. Hm? Ich glaube nicht an Tierzeichen. Ich auch nicht. Sternzeichen. Aber Tierzeichen ist, okay, Sternzeichen. Glaube ich nicht dran. Ich auch nicht. Ja. Aber das Jahr des Drachen. Was bist du? Ich bin Widder. Schon wieder? Schon wieder? Mhm. Was hast du wieder gemacht? Ich bin immer noch Widder. Und du? Gnu. Ein Wassermann. Du? Wenn man von Januar ausgeht, aber wenn man jetzt, wie gesagt, eigentlich am 21. und der 1. Januar wäre, dann wäre ich ein anderes Pferd. Zeit. Weiß nicht was. Ja, ich bin Stier. Aber ich bin Wassermann. Frag mal, was er ist. Du? Es gibt ein berühmtes Lied von Madonna, das heißt so. Virgin? Hm. Nein. Oh. Material Girl. Material Girl. Der war gut. Na, ich glaube nicht. Ich dachte, du sollst Eis. Ich bin Eis. Ja, hast du mich lachen gesehen? Was du denn? Leute. Beweis. Ja. Spul zurück. Du bist, was ist? Jungfrau, ne? Ja, ich bin Stier. Stier. Ja, Mann. Toro. Widder, Stier, Jungfrau, Motherfuckers. Motherfuckers. Okay. Chinesischen bin ich, glaube ich, Schlange. Doch. Chinesischen bin ich Ratte. Ratte? Sehr schlau, künstlerisch begabt. Ich bin Schlange im Chinesischen. Noch Schlange. Ja? Bauchschlange. Oh, ja, hab ich gesehen. Nice. Die 44. Ich wollte mir eine bestellen, aber die ist, nein, das darfst du nicht. Das wäre super einfach gewesen, ne? Also, das wäre. Du bist der X. An was erinnert dich die 44? SS. Nein, das steht 4-4. Das nennt sich aber auch Framing, ne? Du denkst nur daran, weil du denkst, dass es vielleicht damit zusammenhängen könnte, ne? Weil so gesehen, ja, ist wenn es schon so leicht nach richtig, rechts genau. geneigt wäre, dann hat denn irgendein Spieler die Nummer gehabt? Nee. Nee, aber die wollen auch die 4 aus dem kompletten. Nee, aber auch. Warum? Ja. Es darf man doch. Aber wie sexy, wie sau, wie super. Und das könnte ja jemand nachbauen. Keine Ahnung. Aber krass. War das ein echter Post von Toni Kroos, dass er Anspielung darauf gemacht hat, dass er das anzielen will, weil sein Opa das auch getragen hat? Ich glaube, das könnte er auch erwischen. Das kann er erwischen. Ich weiß gar nicht, ob ich es am 1. April gesehen habe. Bestimmt. Ich glaube, ich habe es vorher schon gesehen. Aber immerhin, wie gesagt, also dieses Trikot, ne, aber dieses Redesign ist wirklich krass, was die da haben. Erstmal die Farben von dem einen und jetzt plötzlich wieder die Flockung. Ja, wieso haben die nicht einen Strich unter einen Strich ein bisschen weiter gezogen? Was soll das? Aber wie kommt man denn nicht drauf? Ich meine, wie kommt man nicht drauf? Ja, das direkt von Anfang an sagen, ey, warte mal, irgendwas stimmt nicht, ich lass die Zahlen. Das ist einfach hier so ein Ministrich so nach rechts. Wer hat denn die 4 gehabt bisher? Das weiß ich nicht, aber das Ding ist, es gibt ja auch andere Bands, ne, die schon seit Ewigkeiten. Ja. Bierhof. 4 Bier. Die haben das ja auch schon ewig. Aber wisst ihr, was das heißt, Kiss? Ne? Das heißt nicht Kuss. Ne? Da guck mal hier. Guck mal, ja, wisst ihr, was das heißt? Guck mal, wie eng das da. Das ist noch näher dran an der ganzen Sache. Das ist ja, aber die haben eine Bedeutung, die haben das mal erklärt. Das ist eigentlich nichts mit Küssen auch zu tun. Das ist Kick SS. Brusch. Kick SS. Ah, Kick SS. Aber, weil der Sänger ist ja Simmons, glaube ich, ne? Ja.
Der ist ja jüdische Abstammung. Ah. Und die Band heißt eigentlich Kick SS. Ach so. Ja. Kick Ass? Ja. Nein, SS. Tötet die. Ist also ist kicken, doch nicht töten. Ist doch S. Ja. Kick it like SS. So. Und hat nichts mit Küssen zu tun. Okay. Interessant, das wusste ich aber nicht. Das wusste ich auch nicht. Dankeschön für die Aufklärung. Muss ich euch alles erklären hier. Super gemacht. Aber meint ihr, die Deutschen haben das extra gemacht, einfach um eine Kontroverse zu starten, damit ein bisschen Aufmerksamkeit, das eine, Trikot dieses Verkauf. Bunte wahrscheinlich schon, aber das ist, glaube ich, einfach nur... Das war ein Marketingfehler. Das kann eigentlich nur irgendein junger Kollege in einem Druckwerk gemacht haben oder irgendwie irgendeine junge... Ja, aber das ist das Setzer. Ding, das wird doch abgenommen. Ja, das ist das Problem. Irgendjemand ja. muss doch das beaufsichtigen, ja, und sagen, Endeffekt, ja, okay, und dann jemanden zeigen und der muss wiederum absegnen. Richtig, aber das hast du ja meistens bei Sachen, die irgendwann mal, wo die Leute merken, Moment, vielleicht sollten wir da mal genauer drauf gucken. Irgendwann, das durchläuft 50 Schritte und trotzdem wird es irgendwann in die Öffentlichkeit gegeben und so. Hier, das ist klar, es liegt halt nah, ne? Aber so ein großer Aufschrei war nicht dabei. So. Die wollen jetzt die 44 rausnehmen und das war's ja, glaube ich. Ich habe noch gesehen, dass Puma Angebot für Barcelona gemacht hat, als Trikotsponsor. Recht? Mhm. 100 Millionen jährlich. Plus einmalig 100 Millionen. Und ich glaube 20 Millionen in Variablen an Trikotverkauf. Und so. Nehme ich und an. Puma macht geile Trikots. Hey, ja, die sind die Afrikaner. Ja, also das ist ein Angebot. Eigentlich dürfte, viel Puma. Die sehen eigentlich cool dürfte aus. Barcelona da nicht... Achso, ein 10-Jahres-Kontrakt. Ne? Ist viel. Ja. Aber Nike hört auf. Ne? Wollten die nicht Adidas? Von Adidas gibt es ja diese in den 70er Jahren schon Samba-Schuhe. Ne? Und es hat ja rot, gelb, grün. Und jetzt drehen die Türken durch und sagen, ja, das ist gut, Flagge und Fahne, keine Ahnung was, und boykottieren und Stress und Streit. Und das gibt es aber schon seit den 70ern und das ist eine afrikanische Farbe von der Flaggen. Also. Was ist da los? Was ist los? Das ist hier Mr. X Lieblingsserie und sowas. Sie ist das eine Serie oder ein Film gewesen? Das ist eine Serie. Ich weiß gar nicht, ob sie abgeschlossen ist. Ist sie abgeschlossen oder gibt es da noch einen zweiten? Keine Ahnung, ich hab mittendrin aufgehört. Das wurde zu fantastisch und zu... Ja, ich habe mir lieber jetzt Ripley komplett durchgezogen. Richtig geil. Auf jeden Fall in diesem Three-Body-Problem ist wohl ein... Ja, fast schon True Crime im Hintergrund, weil der Typ, nämlich es gibt wohl einen... ich weiß nicht, ob der sehr gut betuchter Mensch namens Lin Kui ist das Opfer... von seinem Anwalt geworden, der nämlich im Hintergrund die Verträge wohl ausgehandelt hatte und sich dann übergangen gefühlt hat und hat dann seinen Chef vergiftet. Also derjenige, der die Rechte gekauft hat an dem Buch in China, der wollte dann, hat mit Netflix fahren und hat auch mit großen Filmstudios fahren, weil ich habe auch gehört, dass da Cameron dran interessiert war, das zu verfilmen und so. Und der wollte dann ein Riesending draus machen, so die neue Matrix-Sache. Und der Anwalt hier soll wohl sich übergangen gefühlt haben und hat angefangen wohl im Hintergrund Leute auszusortieren, so. Immer aufpassen und der so. Kommt jetzt, der hat jetzt Todesstrafe bekommen. Der ist wohl jetzt, was ist mit ihm? Sentenced to death. Ja, sentenced to death. Krass, in China. Wie in Frankfurt. Knallhart. Die sind ja knallhart. Die sind echt knallhart. Die Leute, wie kann man jemanden töten? Ja, wenn du dich übergangen fühlst und nicht anerkannt und so. Aber und wenn so. Er diesen Lin Kui getötet hat, du tötest jemanden, wirst auch getötet. Die sind ja knallhart. Weißt du, was sie machen? Die ganzen Schwerverbrecher, ne, bevor die getötet werden, bringen die deren Kinder vorbei. Und die sollen erstmal Tschüss sagen. Und die haben die ja vorher noch nie gesehen, weil die wurden schon, als sie noch Babys waren, wurden die Eltern gecatcht. Verbrecher, Drogendealer und keine Ahnung was. Und dann sind die jetzt ein bisschen älter geworden und mit 7 und so, bringt die kurz 2 Tage vor der Hinrichtung, ja, das sind deine Eltern. Und die Kinder heulen, was ist hier los? Verstehen gar nicht, was die Welt ist. Die sind total, eiskalt, die Chinesen. Knallhart. Nee, die sind eiskalt, nicht so du. Die. Ich bin noch kälter. Man nennt mich auch Minusgrad. Sub-Zero. Krass. He's cold. Hast du es gesehen? Nee. Ich hab gehört, dass es wirklich gut anfangen soll. Hat Mr. X ja bestätigt, aber ich habe dann gehört, dass es sich komplett verwäscht und nicht wirklich, ja, nicht gut ist. Nee, wie gesagt, Ripley ist 1000 Mal besser. Ich gucke gerade Animes ohne Ende. Das wusste ich aber, ne? In dem Moment, wo der Trailer von Ripley gelaufen ist, habe ich gedacht, boah, das ist was für Mr. X auf jeden Fall. Schwarz-Weiß. Geile Kamera. Ich werde mir auch noch einen sehen. Geile Kamera, geile Bildgestaltung. Location, der Mann hat, oder eine Frau, wer das war, Location Scout, hat einen Oscar verdient. Musik super, Regie, richtig geil. Oscar für Location. Ja. Hast du nie gehört. Was ist das denn? Ja, anstrengend. Vor allem für eine Serie, Oscar ist immer besser. Super. I find it good. Ich wusste genau, das würde dich ansprechen. Auf jeden Fall, keine Ahnung warum. So typische Arte-Adaption. Gar nicht wahr. Das Original mit Alain Delon war schon Knaller. Alain Delon. Alan Delon. Aber mit Damon, das Remake. Mhm. Ist auch gut. War gut. Ja, aber Blanc, Original, ne? Habt ihr noch gar nicht gesehen, ne? Alain Delon? Ja. Klar hab ich ihn gesehen. Der hat's noch nicht. Der hat doch nicht mal Dinger geguckt. Dinger hab ich aber nicht geguckt. Aber hier, die Serie wird dir auch gefallen. Dinger hab ich nicht geguckt. Was? Dinger. Dinger.
Dinger, stimmt, super. Ah, dafür habe ich Bob Marley geguckt, die Woche. Und? Not good. Ich sag mal so, Terrence Winter, guter Dreher, Autor und sowas. Ich fand die Geschichte nicht so, hat mich jetzt nicht grundsätzlich näher an Bob Marley rangebracht. Geht um die Zeit, wo er in England an diesem Exodus-Album arbeitet. Irgendwie war ich nach diesem Film so, ja, und jetzt? Ich wusste, wie er stirbt und ich wusste, dass er nicht mehr da ist. Aber es ja, Bob Marley ist seine Musik. Du brauchst nur seine Musik hören, du bist näher an ihm. Ist das nicht der, der das gesungen hat? I don't like no reggae. I love it. Das war bestimmt nicht Bob Marley. Eine Schande, dass du das sagst. Purple Rain ist von ihm. Der liebt dieses Dingenslied. Wo diese. Wer ist das? Young Marley oder so? Nicht nach dem jetzt nochmal. Was? Was? Krieg die Zähne nicht aus dem Mund. Auseinander. Aus dem Mund. Aus dem Joker redet. Krieg die Zähne nicht aus dem Joker redet. Welche? Warte mal. War das Young Marley? And sniffs of flame. These roads of flame are taking me higher. Du gehst nicht aneinander. So singt er. Wer ist das? Das ist so ein Jamaikaner. YG Marley nennt er sich. Keine Ahnung, ich hab hier kein Internet. Das ist so komisch, ey. Die ziehen. Wieder besoffen. So. Social Media war voll mit dem Lied. These roads of flames are taking me higher. Kenn ich nicht. Müssen wir aufpassen mit Musik, nicht, dass es wieder in Russland und Belarus gesperrt wird. Wait, wait, that's the sound of the police. Whoop, whoop. Die Erde will uns loswerden, ne? Habt ihr mitgekriegt? Sie wackelt und wackelt. New York gerade, 4,8, gerade frisch reingekommen. Und so. In Taiwan auch voll, ne? Taiwan hat wohl gewackelt, Taiwan, aber das war eine 7,2. Taiwan hat gewackelt, boah, New York auch. Ja, und die Medien sagen, also, ne, also nicht die Medien, sondern das Medium sagt, das nächste wäre Los Angeles wohl. Wäre wohl wieder mal dran. Ja, aber das heißt, das zieht so eine Linie von Taiwan. Aber warum nicht in Europa dann? Bist du war doch schon. Mann. Wenn es in 1992 hat. Ja, stimmt. Okay. Ja. Hat ein bisschen vorgezogen. Ja. Aber wieso geht das nicht von Thailand und nimmt die Abkürzung andersrum nach Aber Los Island Angeles. Ist ja auch, ne? Island ist ja auch gerade schön. Ja, wir sind erstmal nach New York. Eruption ja. ohne Ende. Ja, das verstehe ich. Aber ist denn irgendwas passiert oder so? Oder nö? Ich habe nur in Taiwan gesehen, da waren ein paar Gebäude stehen schief. Also es war wohl ja, in Taiwan, heftig, aber in New York. New York ist nicht viel passiert. Boah, aber wenn da mal richtig, ey, wenn da sowas was, aber kann ja gar nicht sein, das ist als auf Granit gebaut, aber trotzdem. Lach nicht. Stellt euch mal vor, wenn die ganzen Hochhäuser da einkrachen, ey, das ist Also böse, ja. Ich habe dieses Taipei 101 gesehen, die haben ja extra oben diese Glocke eingebaut, damit es ja mitschwingt und es sah echt interessant aus, wie das so lalala hat mitgemacht. Ja, so ein Erdbeben ist schon krass, ey. Ja. Ja, schön. Die Erde ist wirklich, die würden uns echt loswerden. Aber kein Wunder, ich würde uns auch loswerden. Ich würde euch auch loswerden, das ist gut. Ich gehöre dich dazu. Wir treten in eine neue Zeit. Die sind im Arsch. Ich komme ihr Leben draus. Ja, ist so. Ich komme ihr Leben draus. Du. Wir steuern auf ein neues Zeitalter. Deswegen die Erde schüttelt sich. Ja, da kommen wir aufs nächste Thema nämlich. Genau. Montag ist ja absolute Katastrophe in Amerika. Ja. Die Leute machen sich ja bereit für diesen Katastrophentourismus. Die gehen ja alle in diese Zone, wo die Sonnenfinsternis zu sehen ist. Und ich habe gehört, dass in Niagara, wo die Kanadier machen, wohl richtig. Die bauen schon Zäune wohl, um die Leute abzuhalten, hinzugehen. Weil das wird wohl, also die rechnen da mit extremen Woodstock-Situationen, dass die Leute hinpilgern und wahrscheinlich auch so Hare Krishna, Hare Krishna. Ja, und hier wahrscheinlich so alle so Sekten, alle so tot. Ja, aber ist auch komisch, dass gerade in dieser Zeit ja auch, ich glaube die NASA schickt oder Elon oder irgendeiner möchte wohl 3 Raketen hochschicken in dem Moment wohl. Also es ist auch irgendwie alles gleichgeschaltet. Wieso muss das alles an diesem Montag passieren? Genau, wenn die Sonne sich vor dem Mond... Nee, ja, in dem Moment wollen ja wahrscheinlich die Raketen, damit sie so schönes Spektakel haben. Also Werbung. Strange alles Ding. Werbung. Und CERN hier in der Schweiz, das ist in Schweiz, ne? Ja. CERN. Diese Protonenbeschleuniger, ne? Tschernobyl. Die wollen wohl auch wieder einen Test machen, genau an diesem Tag. Wo du denkst, was ist denn da? Ist hier irgendwas Besonderes? Ja. Weltuntergang, meine Freunde. Achso, habt ihr dieses Video mitbekommen? 2024 wird einiges passieren. Ob das jetzt Verschwörungstheorien wieder sind oder nicht. Aluhut! In CERN, bevor die das eingestellt haben, dass da eine richtige Zeremonie war, mit Baphomet und so. Habt ihr das Video gesehen? Nee. Mach mal, CERN, Baphomet. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Das ist aber alt, oder? Ja, aber. Ja, als sie das angestellt haben, haben wir nicht von ja, warum wieder so ein Ziegenbock da? Warum mit CERN? Tom Hanks macht das auch bei Forrest Gump. What the? Verabschiedet er sich so und dann siehst du seine Linke und macht dann auch auf einmal Baphomet. Mhm. In From Human Sacrifice? Das ist, glaube ich, nicht, ne? Aber die Frage ist, wer hat das? Ich weiß gar nicht, wer das. Vielleicht ist das, keine Ahnung, wäre das ein Theaterstück oder so. Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat das aber in Verbindung gebracht. Bei Mistakes im Garten. Im Garten. Disclaimer. Das sieht auch wie Passion Christi. Ja, wahrscheinlich ist das Theaterstück, wirklich. Und hat das aber jemand irgendwie, keine Ahnung, warum da. Kleine Big Bang Theorie. Bing, bing, bang, bang, boom. Wie Donald Trump. Bing, 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 bing.
Lach nicht. Ich lach nicht. Lach nicht. Ja, auf jeden Fall ist wohl Montag, genau, wollen die auch irgendwas machen in dem Bereich. Also, diesen Montag? Ja, also genau, wenn die Saisonfinsternis ist. Das ist echt, alle wollen sich jetzt an dieses Datum wohl krallen. Keine Ahnung warum. Scheint wohl was ganz Besonderes zu werden am Montag. Ja, weil der Saturn, glaube ich, rückläufig dann ist. Im Haus des der Venus? Ja, und dann dreht es sich um und dann ist das Ding weg. Das passiert alle 200 Jahre einmal vielleicht. Was denn? So Mond, Sonnenfinsternis? Ja, aber dann halt der Saturn kommt auch nochmal und ja, nee, Jupiter, 1998 habe ich nichts gesehen wegen der Wolken. Ja, war echt überall Wolken. Wir ja. waren doch, haben doch gesehen. Warst du nicht mit? Du? Nee, war ich nicht. Ich habe mich nicht mitgenommen. Ich war arbeiten, okay. Mann. Ah, ich habe okay. nicht so wie ihr, ich war arbeiten. Was hat sich für Gedächtnisse? Ich erinnere mich, was ich gestern gegessen habe. Aber wenn. Wieso? 2099 war ich da. Ist da der Saturn dann mit dem Mediamarkt zusammen im Venus? Oder? Bei Expert. Bei Expert zusammen. Bilinski. Bilinski. Ja, nein, und Expert hat noch so einen kleinen Mund. Oh. Promarkt. Promarkt. Aber Promarkt der, ja. ist ausgestorben. Der Mond ist ausgestorben? Promarkt. Der Mond. Mhm. Der Promarkt. Ja, aber ich glaube, Jupiter hat seine Finger im Spiel. Deswegen heißt er, nee, Saturn. Saturn. Du meinst, deswegen Uranus? Der dunkle. Saturn ist nämlich Uranus der dunkle, hat seine Finger im Spiel. Der dunkle nicht. Planet. Der dunkle Planet? Ja, deswegen verbinden die das mit Satan und Saturn. Haus des Schattens. Das war ganz schön böse. Ja. Das ist aber ganz schön böse. I knew it. Das ist aber böse, böse. Interessant. Sadden. Ja, hallo. Aber so lange ist das gar nicht mehr hin. Also ich glaube, dass die nächste Sonnenfinsternis ist gar nicht so... In Deutschland? Nee, aber jetzt in Amerika oder irgendwo, wo die nächste ist, also, glaube ich, in den 30ern oder sowas. Ist nicht so lange hin bis dahin wieder. Also es passiert nicht so 200 Jahre. Ich komme nur drauf an, wo. Außer wenn natürlich... Außer du musst überlegen, was? Es gibt Sonnenfinsternis, es gibt eine Mondfinsternis. Es gibt... Mondfinsternis. Wir reden ja alle von der Sonnenfinsternis. Ja, dann gibt es die dreieiligen Könige und dann gibt es noch den April-Scherz. Guck mal hier, hier steht, wann die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen ist. Alle Termine bis 2030. Steht, jedes Jahr findet mindestens zweimal oder maximal fünfmal eine Sonnenfinsternis statt. Ja, aber eine Sonnenfinsternis ist, da siehst du die Sonne und dann siehst du auf einmal so einen ganz kleinen schwarzen Punkt, den du mit bloßem Auge noch nicht mehr siehst. Das ist dann auch eine Sonnenfinsternis. Und dann weil Fliege, das haben wir damals Mond, in der Schule. Deswegen heißt es eine totale Sonnenfinsternis. Genau, ein Physiklehrer von uns hat uns damals, wir haben so einen komischen Kasten gebaut mit so einem Spiegel und danach Licht, ne, so Loch. Dann guckst du hier noch, siehst du. Dann guckst du durch diese, in diese Kiste rein und dann siehst du auf einmal, dass das spiegelverkehrt projiziert ist und so alles. Und dann hast du so einen kleinen schwarzen Punkt gesehen. Und dann ich so, ah, guck mal, da ist die Venus-Sonnenfinsternis. Ich denke mir so, warte, dafür haben wir diese Kiste gebaut. Ja, klar. Ja, Wissenschaft, schon interessant. Auch hier mit den Nahtoderfahrungen, jetzt wissenschaftlich jetzt belegt, dass wenn jemand stirbt, dass sein Gehirn noch 6 Minuten lang arbeitet. Mhm. Ujo. Deswegen auch die ganzen Eindrücke und so. Ujo. Und da frage ich mich aber, was meinen die dann immer mit Hirntod? Oh, ist Hirntod schnell, Organe entwenden. Bei Hirntod bist du erst nach 8 Minuten, glaube ich. Das ist ja, wenn dein Hirn keinen Sauerstoff mehr kriegt. Ja, aber hier, das ist eigentlich nach dem Tod 6 Minuten. Deswegen, wenn jemand dann wieder aufwacht, dann, oh, ich habe was erlebt. Interessant. Ja, jetzt gerade frisch rausgekommen. Jetzt gerade frisch. Aus der Bäckerei. Jetzt, ja. Ganz neu. Guck mal, hier steht sogar 12. August 2026 eine totale Sonnenfinsternis wieder im nördliches Nordamerika und Westafrika und Europa. So. Ja, und was ist da fertig? Sagrada Familia. Juli 28 ist totale wieder in Südostasien. Die 6 scheint ja in Deutschland. Ja, das war doch hier. Also in Europa ist auf jeden Fall, aber da musst du wahrscheinlich sehr südlich fahren, also 26. Wir genau nach Spanien wahrscheinlich. Boah, wir gehen da hin, wenn genau. Wir machen, während der Sonnenfinsternis machen wir unseren Podcast. Kennst du auch in Miami auch sehen? Dann, weil du gehst ja zur WM für Fußballweltmeisterschaft. Habe ich nicht verstanden, was er gesagt hat. Keine Ahnung. Ich verstehe kein Bierig. Kann man die Mondfinsternis, Sonnenfinsternis von Miami auch aussehen? Weil es da auch die Fußball- Mondfinsternis ja, die Sonnenfinsternis nicht. Fenster zu. Findest du schön. So, okay. Der junge Kollege möchte gerne mal sein Wort erheben. Seit einer Stunde, der Arme. Ich habe 3 potenzielle Eier. Habt ihr von den rassistischen James-Bond-Fans gehört? Es gibt rassistische James-Bond-Fans. Und die boykottieren den nächsten James-Bond-Film, wenn dieser Aaron blablabla Taylor da mitmacht. Why? Because he's a Jew. Hm? Ja. Haben die gesagt, was ist das denn? Gucken wollen wir den nicht gucken. Was denn? Wir wollen, dass das ein richtiger Engländer ist. Oder ja? Wir sollen ja nicht gucken. Aber in jedem Film gibt es doch einen, der mitspielt. Wieso schauen sich dann die anderen Filme auch an? Was? Ja, der James Bond ist ja der Held in dem der Film. Der James Bond selber ist ein rassiger Engländer. Schott hat gespielt, ein Waliser hat den gespielt. Alles Engländer. Alles. Nein, das ist ein Unterschied. Nein, aber bei denen wird das als Engländer akzeptiert. Brite eigentlich. Engländer ist Engländer.
Ja, okay, als Brite. Vier Nationen eigentlich. Vier Nationen. England, Schottland, Irland. Nordirland. Sorry, ja, Nordirland. Eigentlich ist es Wales. Und Westeros. Wales. Ja. Nicht. Nicht. Übrigens, Fun Fact nebenbei, ne? Haben wir ja letzte Woche gelernt, falls ihr alle aufmerksam gewesen seid, wo das Wort Boykott herkommt. Ja. Weiß nicht. Jungenscheiß. Erklär ihn auf. Das heißt Jungenscheiß. Boy in Code. War in dieser Situation, warum die ganzen Iren mit den Händen in der Tasche stehen, wenn sie das Königshaus kennen. Dass sie sich quasi dagegen das nochmal in Erinnerung rufen, als damals die Engländer ja in Irland eingefallen sind, dass sie alle dieses Befehl gekriegt haben, dass sie jeden mit diesen Händen, Befehl gekriegt. Dass sie jeden mit Händen in der Tasche erschießen sollten. Deswegen stehen die Iren immer mit Händen in der Tasche, wenn die Queen und den König kennenlernen. Das heißt, es gab so einen berühmten, ich glaube, das war ein Golfer der erste oder sowas, ne, den man gesehen hat. Und Cillian Murphy stand letztens auch wohl. Cillian Murphy. Cillian stand auch so vor dem Prinz William heißt er. Ne? William, glaube ich, war das. Hatte auch die Hände in der Hose. Eiskalt so. Aber auch Sean Connery. Respekt, auch. Richtig. Irish und, Sean Connery auch und so. Ja, das in dem Zusammenhang wurde gesagt, warum, wo das Wort Boykott herkommt. Nämlich, als Boy damals. Weil die Engländer damals, ich glaube, irgendwelche Gebühren von den Iren eingesammelt haben und irgendwelche Leute haben sich dagegen gewehrt und der Typ, der die eingesammelt hat, hieß wohl Boykott. Und dann haben die ihm kein Geld gegeben. Das heißt, die haben ihn boykottiert. Mm. Und somit ist das Wort wohl etabliert worden. Die haben den Typen, der quasi Boykott hieß, haben gesagt, nee, du kriegst nichts. Was ist der Name? Hey, what's your name? Boykott. Boy. Cott. Cott Boy. Boy Cotton. Cotton Boy. Cotton Boy. Das ist interessant Crazy. So. Wo das herkütt, aber das nur nebenbei. Deswegen, weil wo das herkütt oder wo er herkommt? Wo das hergekütt ist. Gekütt ist. Ich dachte eher so an Boy und dann Kot. Ja, aber diese James Bond-Fans können ruhig machen, was sie wollen. Ja, diese sechs Leute da, echt, was soll das? Die wollten immer, jeder neue James Bond wird boykottiert. Das ist immer das Problem. Ja, aber das ist ja ein dummer Grund. Jeder das hätte ich gemacht, wenn ich das Alba gemacht hätte. Hätten die auch nicht geguckt. Natürlich, he's British. Ja, aber er ist aber kein reinrassiger Engländer. But he's British. Ich sag, fucking hate. Weiß nicht, keine Ahnung. Fuchen. Tschchen, keine Hoch. Tschchen, keine Hoch. Also, das habe ich gelesen jetzt im Nachhinein, als wir das behauptet haben, war das gar nicht so fest, wie ich das gedacht habe. Ne? Dass der schon. Ist er noch nicht. Der ist noch nicht unterschrieben. Der Dreckige weg. Boah, ich bin für. Er fühlt sich geehrt für die Anfrage, aber sie haben gesagt, es gibt noch wohl keine richtige Vertrag. Der Taylor. Ich würde Tom Cruise nehmen. Ich würde Cillian Murphy nehmen. Der eine ganz strange Beziehung mit seiner Frau hat, ja. Die, auch, die ist wohl, oh, lass mich nicht lügen, der ist 18 gewesen, haben sie sich kennengelernt, die war auch, glaube ich, 44. What? Produzentin, sehr einflussreich. Ja, deswegen hat das so viel Film. Also es geht in die Richtung, dass sie vielleicht powermäßig so einen Power Dynamics gemacht hat und gesagt hat, hey, Junge, willst du berühmt werden? Dann schön hier schnick, schnick und so. Dann geh mal schön auf die Knie, kleiner Mann. Ein bisschen. Und aber er sagt, es wäre Liebe gewesen und so. Ja, klar. Sie hat wohl drei Kinder schon vor ihm gehabt und hat jetzt auch noch zwei mit ihm gezeugt. Und die sind bestimmt älter als er. Nee, die sind ein bisschen jünger als er. Das ist faszinierend. Also ich glaube, die Tochter war 15, als er 18 war. Also sie ist ein bisschen jünger, die älteste Tochter. Macht einen auf Macron. Richtig. Und die sagen halt ganz klar, also entweder ist es halt ein Power-Couple-Move oder sowas. Aber die tun halt so, als wären die komplett verliebt und so. Aber they know how to make money. Aber they're loving the money. Er wurde danach in sehr guten Projekten halt etabliert und so. Ja, so. Wenn er James Bond kriegt, hat die perfekt gearbeitet, die Frau. Ja. Warte, wenn der 18 ist, bestimmt 44, wie alt ist die denn jetzt? 70? Der ist jetzt 10, der ist gar nicht so alt, der ist 33 jetzt. Also ja, der ist auch nicht so alt, weil bei Kick-Ass war da noch ein kleines Kind. Und dann sehe ich den auf einmal hier bei diesem einen Film ungefähr 60. Von Oliver Stone und dachte mir so, wer ist da? Warum sieht das anders aus? Und das natürlich, jetzt wird gemunkelt, natürlich, weil er eine relativ große Rolle ja schon spielt in Hollywood und sowas, dass er mit dem Mädel von diesem Bullet Train wohl eine Affäre haben soll. Also er soll sich wohl auch vielleicht anders vergnügen dürfen. Ja, und ich hatte sogar ihre Tochter geknattert. Nein, die hat bestimmt gesagt so, Junge, mach, was du willst, aber wir machen weiterhin Geschäfte. 100%. Ja, seine erste Rolle war bestimmt so, Junge, willst du eine Rolle haben? Eine gute Rolle? Welche denn? Ben Dover. Ben Dover. Nein, Ben und der Nachname Dover. Ach so, er ist Dover, der Typ. Der kam aus Dover. Dover. War der Dover oder war der schlauer? Der war blöder. Das ist die Überfahrt von Calais nach Dover. Okay. Ja, auf jeden Fall gibt es ja öfter solche Couples. Ne? Bei Hugh Jackman ist genau das Gleiche. Deine Frau war ja auch älter und jetzt haben sie sich ja getrennt. Ne? Bei Hugh Jackman, der läuft jetzt ja auch frei rum und so. Man fragt sich, was jetzt kommt und sowas. Ja, warte, komm jetzt mit dem Typen um die Ecke. Man sagt ja schon länger, dass er auch gay ist. Wolverine gay? Sagen die schon öfter. Deswegen auch Tänzer und so. Uruguay. Deswegen. Also James Bond ist auf jeden Fall nicht besetzt. Vielleicht war er nicht, aber nachdem er nach Hollywood gegangen ist, ist er bestimmt geworden oder so. Don't know. Disclaimer. James Lurden, okay. Der Dritte. Nächstes Thema, was wir hatten. Kennst du noch hier dein super Intro?
Ice cream, so good. Ice cream, so good. Das ist relativ ruhig geworden darüber. Ja. Und ich glaube, sie hat jetzt so ein Video halbwegs gefaked, um wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Die hat so viel gegessen, dass sie ohnmächtig geworden ist und mit dem Kopf im Teller, während der Stream noch lief. Hat sie Glück gehabt, dass sie nicht gestorben ist. Es gibt Leute, die ertrinken in einem Teller. Also, manche sagen, das ist fake, das ist nicht. Warte, I send you this shit. Diese Frau, ne, ich weiß nicht, wie reich die geworden ist, wegen so einer Quatsch. She making money, man. Man, if she making money, man, I send it. Da gab es diesen geilen Vergleich wieder, weil irgendwelche, ich will jetzt nicht sagen Feministen, aber auf jeden Fall Frauen, die sich da für diesen Streit ja so ein bisschen hervorheben wollten, ausgefüllt haben, dass irgendeine Ärztin $15 die Stunde kriegt und ein Fußballspieler, ich weiß nicht, ob das jetzt auf eine Stunde runterrechenbar ist, aber es sind auf jeden Fall 20.000 Pfund, keine Ahnung, oder Dollar oder sowas. Ne? Hat jemand dieses Beispiel genommen und hat jemand gesagt, wie man der auf der Straße quasi Brücken baut, kriegt auch nur 2.000 Euro im Monat. Und dann siehst du, so eine TikTokerin verdient 40.000 in der Stunde oder sowas. Ja, ne? Deswegen, also kannst keine Verhältnisse setzen. Ja, kannst du auch nicht. Auch wenn das nachher lebenswichtig ist und wenn die Leute nachher ihren Job nachgehen und so, aber ansonsten. Ja, aber wer macht die Preise? Genau wie bei den Elefanten, 54.000. Ja, ist so. Und du musst da lachen, der Elefant muss lachen. Was hast du überhaupt für ein T-Shirt an? Nackte Banane. Das ist nicht verarschen. Das ist mein Zensor. Das ist hier, weil sie immer die ganze nach Schere rufen und sowas. Weißt du? Boah, Striptease, Bananenstriptease. Nackte Banane und so, Eibel. Das ist doch hier voll gefaked. Warte mal, ich muss. Let me see. I get it on the big screen. One moment. Warte mal, kann man drum machen? Die bewegt sich drauf. Was? Müssen uns jeden Scheiß anschauen und jeden Driss kommentieren. Die Frage ist nur, das sind drei Themen, die nur Kreise schließen. Die Frage ist nur, hat das gewirkt? I don't know, anscheinend, wenn gewirkt. Die Leute darüber reden. Es hat gewirkt. Es geht nicht ums Reden, es geht darum, ob sie Geld verdient hat, ne? Weil das macht sie ja hauptsächlich deswegen. Ja, meine, guck mal, wie Leute. Mal 29. UK Pinky. Das sind ja alles Geldgeschenke, die Leute da machen, ne? Mina Leides look good too. Das sind alles Geldgeschenke, wenn du so ein Emoji schickst. Ja, wieso machen die bei uns das nicht? Ice cream wenn wir so nicht live sind. So Shit. Deswegen und genau, ja Geld. Wir müssen Mr. X, Mr. Ja, Ice cream so gut. Ice cream so good. Aus Glöfende. Jogger so good. Ja, Baby Steak so good. Marcel, komm raus. Mama. Marcel. Lach nicht. Das hätte sie eigentlich bringen müssen, als er so schlecht gelaunt war. Muss nur das bringen. Das ist der einzige Satz, den ich bringen muss. Okay. Ja, das ist ja das Problem mit dieser Welt. Ne? Die verdient halt jetzt ihre 40.000 im Monat oder hat vielleicht verdient und sowas. Und jemand, der eigentlich für unsere ganze Infrastruktur zuständig ist und Potholes. Ja, ist doch richtig. Der hat auch so Kohle ohne Ende gemacht. Aber es macht doch Sinn. Stell mal vor, so ein Bauarbeiter, Straßenarbeiter, kriegt 40.000. Der kommt nicht mehr. Der muss so wenig verdienen, damit er wie immer wieder kommt. Ja. Boah, du bist ein richtiger Ausbeuter. Er hat recht, aber du darfst nicht. Wenn der jetzt 40.000 kriegt, sagt er, warum soll ich 40.000? Ja. Ich gehe doch nicht mal. Lieber viel weniger arbeiten. Ist viel zu kalt. Ist doch viel zu kalt. Ich will zu Hause. Ich gehe lieber viel, viel weniger Geld arbeiten. Ja. Total dumm. Nicht schlecht. Das ist richtiges Ausbeutergeld. Ja, und wenn die sagt, warum soll ich jeden Tag für 2.000 Euro posten, so einen Scheiß, mache ich nicht. Deswegen muss ich so viel verdienen. Das macht einfach voll Sinn. Schlau. Warum sitzen wir jeden dann umsonst? Das wollte ich gerade sagen. Das ist deine Leidenschaft, das ist was anderes. Oh, der war gut. Muss ich ihm sagen. Hey, Mr. X? Ja, Mr. Betonung X liegt auf alles überredet. Betonung liegt auf Leiden. Schafft. Nee, bei mir schafft. Ihr leidet. Schafft. Ich schaffe an. Schäft. Piep! Nein. voll verkackt. Nein. Voll versprochen. Nix piep, lass es drin. Ich bin eiskalt, ich lache nicht. Ich war ein Versprecher. Ich schaffe, meine ich. Nicht an. Gewalt. Ihr Drecksäcke. Der ist hart geworden. Hast du nicht will. Sein Gesicht. Versprecher. Volles geschockte Gesicht. Wahnsinn. Ich schaue auf. Arschlöcher. Ja, aber Shit. Es macht Sinn. Oh. Es macht Sinn. Wie hat das ich gehe jeden Tag für weniger arbeiten als... Ja, mit einem Schuss kein Wunsch. Auf meinen Kosten lachen immer. Ja, komm, noch ein Thema. Das dritte Thema, was einen Kreis schließen soll, sind die dritten. Dieser Bukele ist ein eiskalter Motherfucker. Who the fuck is Bukele? Der Präsident von El Salvador. Was ja. Hat er schon ist gemacht? Ein eiskalter Motherfucker. Da sind wegen Gangrivalitäten oder so, sind wohl zwei
Homicide passiert. Ne? Zwei Morde. Zwei Morde. Und was hat der gemacht? Der hat direkt 5.000 Truppen von der Armee dahin geschickt und 1.000 Polizisten oder so. Um die ganze Stadt einmal komplett. Ja, richtig so. Und richtig, siehst du so, alle stehen da komplett, die ganze Armee und die Polizisten, und dann sitzen da so zwei Typen mit so Handschellen, ja, auf dem Boden. So. Ja. Soll ich mal eine dicke Hose machen? Eiskalt der Typ. Hast du gesehen, wie viel die Gangs da gefangen sind? Wir reden ja von El Salvador. Der ist eiskalt. Meine ich schon. Ich hab mich da Argentinien verwechselt. Nein, Bukele. Dieser Melee ist ciao. Ist richtig ciao, der Typ. Ja, aber richtig, El Salvador. Der Bukele, der ist eiskalt. Ich sag's dir. Wenn irgendwie in Amerika, wenn Trump das gewinnen sollte, ich glaube, Trump wird mit dem irgendwelche Dingens machen. Ja. Irgendwelche Geschäfte oder so. Aber gut, das ist, sorry. Finde ich gut. Ja, aber richtig so. Ohne Scheiß, die ganzen Gangster, die ganzen so, sind tough, ne, wenn bei den. Aber ich sehe, wie die aber da, wenn dann das richtige Militär, ja, kommt, die richtig toughen Jungs. So, dann sehen die kleinen, kann ich mal den Kopf heben. So. Kriegen die direkt an auf die Pläne. Richtig so. So geht man mit Kriminalität um. Ja. Eiskalt, baff, weg. Nicht wie in Deutschland. Ja, wir legalisieren jetzt. Wird schön. Ja, schön. Ja, ich bin schön, ich weiß. Böse! Das ist Präsenz. Ja, du musst halt manche Sachen direkt im Keim ersticken. Manche so. Da muss die Schlange. Aber ich habe auch irgendwo mal so ein Bild gesehen von einem Knast, wo die ganzen Gangmitglieder so aufgereiht worden sind. Das war auch älter. Die haben ja die schlimmsten. Der hat ja 70.000 Leute einfach im Knast gesteckt. M21? Das ist die Autobahn. Oder wie heißen diese? MS-13, meinst du? 13? 13? Ja, aber das sind Mexikaner. Das ist nicht El Salvador. Nein, es gibt in El Salvador auch. Die haben sich, die lassen sich immer ins Gesicht tätowieren. Ja. Das sind die harten. MS-13? Das ist die Motorway, 21 Autobahn. Ich komme 21, guck mal bitte. Das ist Mike Tyson mit der Tattoo. Tattoo. Die sehen alle gleich aus. Die haben alle das im Gesicht tätowiert. Richtig eiskalt so. Und die sind richtig tough. Das ist die gefährlichste Gang überhaupt. Salvatrucha, meinst du? Ja, die sind eiskalt, ich schwör's dir. 21, ne? Doch, Mara Salvatrucha, aber die sind krass. Das ist auch eine Ursprungsmitglieder sind ist aus El Salvador. Ja, die sind die toughesten von allen. Die gehen über Leichen. Und die werden gerade in El Salvador richtig auseinandergenommen, weil die haben das im Gesicht tätowiert. Ja, ich sehe es. Ich sehe gar nichts. Ja, richtig so. Die sind so klein auf einmal. Ja. Und die sind wirklich tough, die Leute, ey. Und ich hasse immer diese Socken bis hier. Oh, was soll das? Und dann die Hose. Weißt du, die Socke in dem Wetter, bei dem Wetter. Und dann. Bestimmt läuft das ist super, weder eine kurze Schuhe. Hose und weder eine lange Hose. Das ist irgendwo dazwischen und dann alle Strümpfe hoch und Glatze und Tetus. Hör auf, sonst schreiben die unsere Kommentare. Wir wissen, wo du wohnst. Oh, scheiße, nee. Sorry, ich liebe euch. Ich lass mir ein Tattoo machen im Gesicht. Okay, aber entwickelt war MS-13 in L.A. Siehst du, deswegen war ich gerade so verwirrt. Ja, aber die sind, die haben das komplett. Ja, die Gründer. So siehst du also aus, wenn du verwirrt bist, ja? Ja, so. So. Und so, sag mal, wie du aussiehst, wenn du lachst. ja, das habe ich gehört, ich habe wie Alonso bleibt. Echt? Bei Leverkusen? Mhm. Der bleibt nicht auf. Warum? April-Scherz. Was? April-Scherz. Echt? Nein. Der bleibt. Ja, du hast gesagt, der bleibt. Ist der doof? Warum? Der wird das nie wieder so hinkriegen. Nie wieder. Nächste ja, Saison ist kacke. Willst du lieber nächste zu? Ja, aber der wird mit Leverkusen in der Champions League spielen. Ja und? Werde jetzt Bayern gehen, der wird auch in der Champions League spielen und hat sogar bessere Chancen. Ja, aber Bayern musste er bei null anfangen, erstens. Richtig. Zweitens kennt er das ganze System von Bayern mit Uli Hoeneß und so und ich glaube, der vertraut dir nicht, deswegen geht er nicht zu Bayern. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt, dass wenn es zu Liverpool geht, Liverpool spielt auch. Und? Champions League. Muscatnus. Ancelotti macht noch ein Jahr Madrid und dann wäre Madrid eher also die Option für ihn. Ja. Das kann natürlich deswegen auch sein. Aber ich habe euch gesagt, der geht nicht zu Bayern, habe ich euch gesagt. Niemals im Leben. Ich denke echt, Xavi von Barca geht zu Bayern. Und Klopp geht zu Barca. Klopp geht nirgendwo hin. Warte ab. Klopp geht nirgendwo hin. Warte ab, wenn Barca anklopft, kommt er. Klopp macht, wenn, höchstens Nationaltrainer. Und wer soll denn bei Barca jetzt Trainer machen, wenn Xavi weg ist? Wer? Mourinho? Boah, Mourinho wäre geil. Mourinho wäre super. Echt? Mourinho ist ein Eis. Mourinho würde nie dahin gehen. Doch. Mourinho würde nie dahin gehen. Der wollte schon immer dahin. Mourinho damals war damals da und dann hat er sich mit Barca gestritten. Der geht niemals zu Barca. Der kommt. Nee. Alle kommen. Weißt du, wen die wenn ich sie rufe, dann kommen sie alle. Weißt du, wen die eigentlich holen müssten? Nee. Tom Cruise. Als Trainer? Romario. Ja, Romario, der König. Sag ich doch. Trainiert er? Nein. Aber der war ohne Scheiße. Romario ja, war super. Das war noch richtig Fußball. Nicht so was heute. Ich habe jetzt gesehen, Cristiano da. Einen Hattrick gemacht und zwei Vorlagen und so. 8-0 gewonnen und so. Dann redet der
von so einer billigen Bauernliga da in Saudi-Arabien und denkt, er ist der König der Welt. Hat er gehört von Neymar? Nee, der ist untergetaucht komplett. Nee, der war doch verletzt lange. Der hatte nur 3 Spiele für Al-Hilal. Al-Hilal gemacht und sowas und hat aber, glaube ich, wie viel? 150 Millionen gekriegt oder sowas. Und hatte richtig Geld. Und die haben ja gesagt, der macht, das war ja voll auf Zeit gespielt alles, weil der wollte zurück zu nach Santos. Aber der wurde kein sogar Geld, er wurde sogar gefragt, ob er zu Inter geht. Er hat gesagt, ich würde auf jeden Fall ein Jahr mit Messi noch bei Inter Miami spielen. Der Suarez, Messi und Emerson. Das war ein legendäres Trio. Die spielen gerade ja so einen Schrott. Die verlieren ja nur noch gerade. Ja, Messi ist auch verletzt. Ja, aber es reicht ja. Ich meine, die haben Suarez vorne und sowas. Ja, aber Suarez, wenn der die Bälle nicht kriegt. Und die haben keinen Messi. Außer keinen, der die Pässe gibt. Ne? Außer Busquets. Aber Busquets allein nicht. Mit Messi zusammen. Kaum Messi da. Bam, bam, bam. Ja, die haben keinen Messdiener mehr. Irgendjemand hat jetzt gesagt, dass Ronaldo nicht EM spielen wird. Cristiano? Mhm. Ja, ich habe auch gehört, dass die werden den auf jeden Fall mitnehmen. Auf jeden Fall werden die ihn mitnehmen. Die werden den Hund. Die Spieler selber boykottieren. Ja, die Spieler selber boykottieren, aber das Land will den haben. Der kommt, ja, was wieder, Boykott. Ja, das Land will den haben. Nein, das Land will den haben, 100%. Das Land will den Ball haben. Das Ball will den haben. Das Ball will den Ball haben. Das Ball will Ronaldo. Ja, ich habe nur gehört, dass er ist ja nicht zur Nationalmannschaft gefahren, glaube ich, in der Zeit jetzt, wo die Länderspiele. Ja, der will ja seine Tore da schießen in dieser Dorfliga. Obwohl, guck mal, ne? Al-Hilal ist trotzdem mit, ich weiß, 15 Punkten Vorsprung, ne? Wie geht das? Und das ohne Neymar. Ja. Neymar. Crazy shit. Ja, also für mich ist das alles so ein bisschen hin und her. Aber ja, Neymar soll wohl die Kohle mitgenommen haben und soll jetzt wohl umsonst nach Santos wieder zurückgehen. Hat er gesagt, er würde gerne wieder in seinem Jugendverein spielen und so. Ja, ist noch ein bisschen früh eigentlich, ne? Der ist ja noch relativ jung. Relativ? Der ist doch an, du hast 33, 34 rum. Ist der schon so alt? Ich glaube, der ist schon so alt, oder? Der ist auf jeden Fall nicht mehr in der Blüte seines Lebens. Der ist doch keine 34, nein, Mann. 32, ja. Krass. Jünger als du, ne? Mhm. Schäm dich. Und du bist nichts geworden. Natürlich. Ja, aber dieses Woche muss man ja... Dieses Woche? Der lacht immer, meint der Ball wie Ronaldo. Aber muss man ja sagen, da wir jetzt wieder zurückkommen auf Xavi. Ne? Also wir haben diese Woche ja eine sehr krasse Machtdemonstration gesehen, wenn mal Leverkusen Fußball schon von der ersten Minute an funktioniert. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass Saarbrücken es nicht ins Finale geschafft hat, weil das wäre, ich meine jetzt auch Kaiserslautern wird im Finale nicht viel. Wenn Leverkusen das verkackt, ohne Scheiß, ne? Dann Blamage. Aber die müssen das eigentlich holen. Ja, aber Saarbrücken, die haben... Ne, Saarbrücken war nichts diesmal. Ja, der Platz war nicht falsch. Aber die haben geile Trikots. Ich fand das Trikot fand ich richtig cool. Ich weiß gar nicht, was die anderen hatten. So weiß und dann gold gestreift. Ja, das ist Stuttgart. Du bist Stuttgart. Du bist schon, ja. Du bist Stuttgart. Aber hier bei Neymar 32 Jahre, ne? Bilde ich mir das nur ein? Oder wenn du früher 32-Jährige gesehen hast, die sahen noch viel älter aus, die Menschen, oder? Ja, natürlich. Warum? Warum sahen die Leute früher älter aus als jetzt? Komischerweise habe ich gehört, dass diese Millennials oder generell die Generation Z wohl wieder schneller altern soll. Also soll irgendwie das Gegenteil eigentlich sein. Also, dass die jungen Menschen eher... Ja, die sind vielleicht noch nicht 30. Also, aber ohne Scheiß, wenn ich jetzt so gucke, ich weiß, damals hier, 1990, Weltmeisterschaft in Italien, ne? Hier Augenthaler, Bremen und so. Wenn du die gesehen hast, die sahen aus wie so mit Schnurrs, alte Leute. Aber nicht nur, weil die den Schnurrbart hatten, auch so, die waren einfach, das waren einfach alte Männer. 48 schon. Und jetzt guckst du 32, nee, mal, das ist ein Bubi. Ich hab mir diese Warum Woche... Warum ist das so? Ach, ne? Stimmt, die waren alle so um die sahen alle 38 alt aus. Und so, ne? Ja, 40. So alle Halbglatze, schon richtig alt, so richtige Männer sahen die aus. Haben die mit Zigarettenpacken und so, Zigaretten oder so. Oder woran liegt das? Keine Ahnung. Und wenn du die damals siehst und denkst du, mit 30, boah, schon so alt. Und dann bin ich 30, ich bin jetzt 32 und denke mir so, ich sehe aber nicht so alt aus. 22. 32. Siehst du aus. Ich habe mir diese Woche, habe ich mir das Original Roadhouse angeguckt, ne? Nur mal so als Nostalgie. Hm. Dieses Foto. Hm. Schätz mal, wie alt Swayze war in 1989. 23. Wirklich? Nein, wir sind nicht 23, jetzt sind wir ehrlich. Und da ist Sam Elliott. Sam Elliott ist wirklich ein super Schauspieler, spielt jetzt meistens so die verknatterten alten Cowboy, ist gerade so ein bisschen. Dann fangen wir mal Sam Elliott an. Schätz mal Sam Elliott. Also der sieht locker aus wie 45. 54. 54? Ja, komischerweise bei mir auch. 35. Der ist 44 auf dem Bild. Nicht so gut geraten. Ja, aber trotzdem. Aber der sieht doch aus wie ein Mann auf dem Bild. Aber das ist doch. Wie? 44 ist kein Mann? Ich sag nur, aber du. Du redest doch von der Blonden, oder nicht? Von dem in der Mitte. Ach so, ja. Nein, aber Swayze war 37. Mach nicht. Swayze war 37. Krass. So sehen doch. Ja, wie Milchbubi. So sehen doch heute die Leute nicht mehr aus. Das ist doch eine andere Generation. Die Luft war anders.
weniger Methangas. Nee, nein, ja. Ich sag dir, das ist das Essen. Ja. Also ich finde es echt, also ich rausgefunden habe, das 37 und 44 habe ich gesagt, so, scheiße, der ist so alt wie ich. Ja, haben sie halt recht. Das 37? Essen, 7, haben sie halt recht, das Essen war anders. Sie haben immer Pommes und Fritten gegessen. Pommes und Fritten, ja. Deswegen sahen die anders aus. Curry heute, und Wurst? Heute, wenn du siehst, wie der 38, ich auch bei den Filmen, bei den alten Filmen, ne, wenn du siehst, ja. der ist 26, der Schauspieler, und denkst, also der spielt die Rolle 26. Aber das sieht richtig alt aus. Der ist aber 48 oder so. Wie geht das? Und wenn du heutzutage guckst, ohne Scheiß, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, warum die Leute früher anders aussahen. Keine Ahnung. Wir haben mehr gearbeitet. Ich habe ein Bild gesehen von, wer war das noch? Ist das wirklich, weil die so eine taffe Zeit hatten? Ja, wir sind ja... Ich weiß, sind wir die dritte Generation eigentlich? Die haben tough Zeiten, ja. Ne? Die dritte Generation ist ja, die vergisst ja immer. Ne? Auch habt ihr die alten Fotos gesehen aus den 20er, 30ern von kleinen Kindern mit Anzügen und so? Die haben Gesichter wie alte Männer, weil die gearbeitet haben. Du siehst Falten in den, die haben überhaupt keine Kindheit. Vierjährige Jungs haben ihren Vätern geholfen, Schornsteine sauber zu machen. Da siehst du, wenn du die Fotos siehst, kriegst du einen Schock. Ja, ich weiß, das ist mal eine komplett andere Zeit. Genau wie mit dem dieses Bild von den Typen vor dem Ersten, Zweiten Weltkrieg und danach. Ja. Und dann siehst du echt, Gesicht eingefallen, Sorgenfalten. Ja, weniger Sorgen, weniger. Also nur innerhalb zwei Jahren. Weniger, ne? Körperliche Arbeit. Okay, der ist aber im Krieg gewesen. Da muss man sagen, der sieht viel Leid, der schläft gar nicht, wird, ne, du bist im Stress und. Aber generell, die Leute sahen einfach älter aus. Ja. Du kannst einfach normal Fernsehen gucken, die ganzen Nachrichten von früher, wenn du die guckst und die Reportage, und der ist 33, Halbglatze, Bart, sieht aus so. Keine Ahnung, heute würdest du ihn sehen und sagst so, der ist 60 und dann auf einmal nicht 33. Und dann Nur mein Einschub gerade zu diesen Pommes und Fritten und sowas. Ne? Ich habe diese Woche jetzt dieses Ding wieder hochgekommen von Tom Holland, wo er im Interview gesagt hat, er hat sich wohl angelegt mit einem amerikanischen Reporter, der gesagt hat so, sie haben ja behauptet, dass englisches Essen besser wäre als amerikanisches. Und dann gesagt so, ja, was habt ihr denn überhaupt für ein Essen und sowas? Ne? Und dann meinte der Typ so, ja, Hamburger. Meinte, Hamburger kommt aus Hamburg. Und meinte, nennen Sie mir mal ein richtig original englisches, amerikanisches Essen. Und sagte der Typ, French Fries. Und guckt auf Tom Holland dann so. So freeze frame, so. Echt jetzt? French Fries. Das ist sehr interessant, sehr intelligent. Aber das kommt ja nicht mal aus French, das kommt eigentlich aus Belgien. Aber trotzdem nenne ich ja French Fries, deswegen. Also in dem Moment, wo der French Fries sagt, denkt er auch nur so, du hast es nicht verstanden. Das Einzige, was die vielleicht haben, ist Dachs oder so. Ja, die haben Barbecue und sowas, aber vorher gab es Leute auch Barbecue ist ja auch, wir machen ja auch Barbecue schon seit Dachs, das ist doch deutscher Achsenindex. Stimmt. Kennt ihr das? Natürlich. Natürlich. Marcel! Ich habe wieder eine interessante Schlagzeile gefunden im Bereich hier von euren ungesunden Lebensverhältnissen. Ja, da haben wir es doch. Das ist doch das Resultat von der ganzen Sache, die wir gerade reden. Die Leute haben einfach zu wenig geschlafen. Ja. Deswegen sehen die so alt aus. Das kann natürlich auch wieder sein. Aber ich schlafe auch wenig und ich sehe nicht alt aus. Das I beg to differ. Mach hier so in Slow-Mo. I can find a way to stay. So. Hey, das war. Ich dachte gerade, wie heißt die Dinger? Marvin Gaye sitzt da. Tom Cruise. Marvin Gaye. Auf jeden Fall, Psychologen in Schweden haben herausgefunden, dass Menschen nach nur 4 Stunden Schlaf an 2 aufeinanderfolgenden Nächten im Durchschnitt über 4 Jahre älter fühlen und manche sogar Jahrzehnte älter. Jahrzehnte. Nur 2 Nächte wenig schlafen. So. Aber ohne Scheiß, dann bin ich kein Mensch. Umgekehrt fühlten sich Teilnehmer nach 9 Stunden Schlaf im Durchschnitt 3 Monate jünger, als ihr tatsächlich seid. 9 Stunden Schlaf? Ja, vorhin, ich frage mich, wie findest du raus, dass du 3 Monate dich jünger fühlst? Also ja, natürlich, ich bin noch im Januar. Das heißt, ich bin eigentlich 30, oder was? Du schläfst doch gar wenn nicht. Wenn ich 4 Jahre älter bin. Dadurch, dass ich schlechter schlafe. Du meinst 40, mein Freund. Du hast es hier komplett. Warum? Da steht doch, die fühlen sich 4 Jahre älter. Ja, also 40. So, das heißt, ich bin 30. Herr Wunschlecke, ich schlafe nicht. Diesen Monat habe ich überhaupt nicht gepennt, deswegen muss ich wieder alles nachholen. Scheiße, bin ich jetzt 400 Jahre jünger, älter. Dann bin ich aber eine Ausnahme und ich bin kein Mensch, eins von beiden. Mangelnder Schlaf kann nicht nur dazu führen, dass sie sich älter fühlen, sondern auch ungesunde Essgewohnheiten fördern, die körperliche Aktivität reduzieren und die Bereitschaft zu sozialen Aktivitäten und neuen Erfahrungen verringern. Also ich brauche immer meine 8 Stunden. Trifft nicht auf mich zu, sorry. Ich brauche immer meine 8 Stunden, damit ich mich... Nicht auf mich zu, die Schwäne haben keine Ahnung. Fühle. Okay, dann war's das. Themawechsel. Nee, und ich schlafe wenig, ich esse wenig, ich bin top gesund. Und hier, ja, aber ja, dicke okay, Eier, so. Ich, mein? ich bin trotzdem gesund, ich bin fit. Dicke Eier. Ich bin, ja, dicke Eier sowieso. Aber wo isst du bitte wenig? Ich esse echt wenig. Wo guckst du denn den Bauch an? Welchen Bauch? Den Bauch. Bauch, was weg? Der ist weg, bei dir auch. 3 Wochen, 2 Wochen. Ich hab alles mal selbst gegeben.
Jedes Mal, wenn man sie sagt, guck mal deinen Bauch an und dein Kopf runter geht, geht der Bauch automatisch eingezogen. Guck mal, das ist das einzige Speck, was ich noch habe. Guck die erste Stunde von dem Podcast und guck dir deinen Bauch an. Ich habe alles Marcel gegeben. Marcel, mach extra dicker. Mach hier so ein Kissen rein, so. Sagt der richtige. Nee, du nicht. Hab ich auch nicht. Du hast ein Fass. Nee, ohne Scheiß. Also, treff dich. Ja, ich brauche meine 8 Stunden, aber jetzt diesen Monat habe ich... 8 Stunden? Weißt du, wann ich das letzte Mal 8 Stunden in meinem Leben geschlafen habe? Gestern. 1912, glaube ich. Noch vor dem Ersten Weltkrieg war das. Ohne Scheiß. Krass. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich mal 8 Stunden im Stück geschlafen habe. Ohne Scheiß, kann ich nicht. Ich merke. Und wenn ich mal 6 Stunden schlafe, wenn ich mehr als 6 Stunden... So. Wenn ich mehr als 6 Stunden schlafe... Besonders, wenn ich jetzt von Amerika zum Beispiel zurückfliege, ne, und dann gucke ich in den Spiegel, weil ich habe ja gar nicht gepennt, und die Leute pennen da, ich kann das nicht. Ich auch nicht. Und da sehe ich, ey, 10 Jahre älter aus. Im Spiegel. Was ist das denn, ey? Wer ist das? Drusch. Und wenn ich 9 Stunden penne, bin ich 10 Jahre jünger. Wen hast du jetzt geschlagen? Den Spiegel oder dich? Nein, du kannst den Spiegel nicht schlagen. Du kannst nur dich schlagen, damit du den Spiegel schlägst. Oh. Wenn du etwas verändern willst, musst du hier was verändern. Ja, kannst du nicht. I'm starting with the man in the mirror. In the mirror. Habt ihr gesehen, wie die Bären gerade in China, wie sie das essen? Bah. Ekelhaft. Ich habe die Bärenkralle so mit den Fingernägeln, alles komplett noch Haare dran, geschnitten. Und dann machen die Gemüse klein hacken ins Wasser und dann nehmen die ganze Kralle, ja, das tun nächste die das Virus ins Wasser, dann wahrscheinlich wieder schon kochen, holen das raus, ziehen die Fingernägel ab, dann hast du da drunter noch so eine die Kralle so, ne? So, dass diese dicke Kruste ist dann ab quasi. Da haben die das und dann wird es nochmal so klein geschnitten, wieder gekocht. Bah, ekelhaft. Ich habe dann irgendwann weggedrückt, konnte ich mich angucken. Das nächste Virus ist schon da. Wie kann man das essen? Eine Katze von einem Bären. Guten Tag, ich hätte gerne eine Fledermaussuppe. Einfach in den Mund und dann. Bah, eklig. Als Vorspeise bitte eine Fledermaussuppe. Hauptgang bitte eine Bärenkralle. Dessert. Joggerin. Ja, ich habe ein Video für Mr. X. Ja, her damit. I have a video for Mr. X. I'm gonna send it to Marcel. I have the feeling that I'm so good. Das ist, wenn ich mich nicht irre, war das Philippinen. Ja? Viele oder wenige? Wenige Pinen. Richtig leckeres Streetfood. Oh, nicht schon wieder das. Das ist richtig appetitlich. Nicht schon wieder sowas. Lugans. Guckens. Ja, ich sehe nichts. Ja, Chicken, ne? Ja. Puh, das sieht ja schon nicht appetitlich aus. Bah. Woher holen die sich Chicken? Also Ratten? Fledermäuse. Bah, vom Abfall oder was? Das sind Chicken-Reste. Nicht schlecht. Die vom Müll einsammeln und dann nochmal würzen, nochmal kochen und nochmal verkaufen. Und die Leute wissen das und kaufen es. Die wissen das und kaufen das. Ja, guck mal. Deswegen sage ich, die sehen nicht appetitlich aus. Bah. Aber immerhin haben die gewaschen. Ja, ein bisschen Zwiebeln und so, ne, damit ein bisschen Geschmack reinkommt. Bah. Mit dieser. Aber bei McDonald's jetzt essen, ist das sie? Da ist doch gar nichts verschicken mehr dran. Die. Da ist doch gar nichts mehr dran. Das ist alles nur Teig. Paniermehl. Pistos, deswegen denke ich, das ist Philippinen. Ja, ja. Philippinen. B. Bah. Aber es ist im Slum, die haben kein anderes. Die haben. Bah, das ist echt. Das heißt, du hast ja gar nicht nur noch Knochen. Widerlich. Ekelhaft. Das ist disgusting. Streetfood. Disgusting. Disgusting. Nie auf der Straße essen. Immer nur im Laden. Nicht. Bin Laden? Oh, wir haben aber mal auf der Straße gegessen in Tijuana. Und wir leben noch. Wir leben noch. Ne? Also, aber bis heute gesagt, wissen die nicht, was du sagst. Hund, Katze. Ey, habt ihr Hunger? Mitten in der Nacht, 1 Uhr nachts oder so. Wieso, ja? Kurz angehalten. Einfach so ein kleiner Stand, so, ne? Haben wir uns hat er uns so Tacos gemacht, so $1 Stück, die waren so lecker. Ich habe Marcel aber irgendwann angeguckt, ich habe gesagt, keine Ahnung, was für ein Fleisch ist, hier laufen überall Hunde rum, aber es schmeckt richtig gut. Aber alle Hunde hatten ein Bein weniger immer. Ja, das war immer so, sie sind immer hin und her gehumpelt. Oh. Das war echt lecker, oder? Das war dann Humpe. Das war super. Ich sagte, solche Leute sind eigentlich die besten Köche. Das ist genau wie, wenn du in so einen Laden gehst und du weißt genau, da kocht irgendwie noch die Mutter oder keine Ahnung was und dann ist immer... Hey, in Malaga gibt es einen Pasta-Laden, wo nur ein Typ arbeitet. Der hat nur draußen 4 Tische. Der macht die Pasta selber komplett. Der kocht, der kellnert, der rechnet ab, der spült das ganze Zeug. Der betreibt den Laden komplett alleine. In Malaga City Innenstadt. Unnormal lecker. Lass mal richtig gut. Von Barcelona fahren wir nach Malaga. Richtig machen gut. Da unseren zweiten Podcast. Essen Nudeln, komm wieder. Wie heißt der Laden? Und wenn du dem Trinkgeld Malaga geben willst, sagt er meistens, gib mir kein Trinkgeld, gib mir nur eine gute Google-Bewertung. Wie heißt der Laden? Malaga? Nudelbewertung. Nee, der Laden heißt Pastoch. Malaga. Pastoch. Ein Bastard. Malaga wäre besser in Malaga. Mein Pasta. Mein Bastard. One Pasta. Nee, irgendwas mit El Gringo. Spaghettos oder so. Die, was ist Spaghetti, die Einzahl von dem Spaghetti? Spaghetto. Spaghetti. Spaghetto.
Hey, du Spaghett. Spar in the Ghetto hieß es eigentlich. Ne? Spargos. Spargos. Boah, das klingt voll edel. Ja, Spargos. 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 Spargel. Spargos. Und der hat da so eine Nudelmaschine, wo der alles selber macht, ne? Nice. Richtig lecker, wirklich. Wie viele Arme hat der? Ja, der weiß ja, dass die Bewertungen sind das Gold von ja. Unternehmern, also generell von, von guten Restaurants und sowas. Ne? Wir saßen da letztes Jahr in so einer Kneipe, barmäßig und dann so schräg gegenüber. Also wir wussten aber nicht, dass der schräg gegenüber ist. Ich habe nur so geguckt, ich so, guck mal hier, der Nudelladen, der ist richtig gut. Und dann guck ich auf Google Maps, ich so, du Vollidiot, das ist der da vorne. Sind wieder hingegangen, Bombe. Wir haben sogar zwei Teller gegessen jeweils. Bäh. Weil der kam dann, hat abgeräumt, hat es geschmeckt. Ich so, ja, können wir nochmal bestellen? So, ja, gerne. Nee, gerne, Kohle runter und Ende. Das war lecker, wirklich. Hast du eine gute Bewertung gegeben? Auf jeden Fall, Mann. Hast du gemacht? Ja. Also ich an seiner Stelle den Laden... Was hast du geschrieben? Bombe? Ich hätte den Laden umbenannt. Mal lecker. Ich habe Spagat geschrieben. Spargos Heaven. Heaven Spaghetti Spargos. I'm in heaven. Nee, du, I'm in heaven. Du nicht. Was ist denn da los? Was ist denn los? Ich kann diese Fratzen nicht sehen. Wer ist das? Ja, das ist wieder der typische AI-Beitrag der Woche wieder. Ne? Es haben sich wohl ein paar ist gut, 200 Künstler, darunter Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry und Camila Cabello, einen offenen Brief veröffentlicht. Der war offen. Den hat jemand gefunden, hat da jemand gelesen. Zitiert. Und da stand drin, die Künstler waren vor der Bedrohung durch künstliche Intelligenz für Künstler. Das ist aber, ne, wo du denkst, so, oh, gehobener Zeigefinger. Aber dann musst du nachher auch mal hinter die Zeilen gucken und dann merkst du, die Künstler fordern digitale Musikentwickler auf, die Verwendung von KI zu stoppen, um die Rechte menschlicher Künstler nicht zu verletzen. Die Rechte. Das ist immer noch immer so, wir für die Menschheit. Nicht die Linke. Und dann geht's. Es wird befürchtet, dass die KI-basierten Kopien die Arbeit von Künstlern entwerten und ihre Einnahmen reduzieren können. Siehst du? Darum geht's nämlich. Ja, natürlich. Es geht nämlich darum, weil ich immer gesagt habe, wenn deine Arbeit durch eine KI ersetzt werden kann, kann es nicht so schwer sein. Das heißt, gerade also bei den 200 Künstlern werden halt hauptsächlich die Damen hier zitiert, geht es wohl darum, dass die Mädels wohl darum fürchten, in Zukunft wohl nicht mehr so viele Royalties zu bekommen oder generell so viel Geld zu verdienen. Ja, natürlich. Dann haben die keine 100 Millionen mehr, dann haben die nur noch 80 Millionen. Richtig. Ja, wie soll man denn dann überleben? Ja. Wie kann man denn mit 80 Millionen überleben? Das geht gar nicht. Meine Nachbarin Madonna 900 Millionen und ich habe nur 800 Millionen. Das geht nicht. Ja. Katy Perry. Hat sie gesagt? Nee, ich sag das gerade. Also, ich dachte, du bist Katy Perry. Ich war gerade Madonna und Katy Perry. Ja, habe ich gemerkt. Ich hatte gerade, ich wusste nicht, wo ich hingucken soll. Ja? Katy Perry. Die Künstler betonen, dass KI das Potenzial hat, die Kreativität zu fördern, aber nur, wenn sie verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Also wenn die damit Geld machen können. Genau. Ja, ja. Also wenn sie quasi nicht mehr singen. Das heißt, die müssen nicht mehr singen, aber die dann kriegen müssen ihre 100 Millionen kriegen. Richtig. Nicht 80 Millionen, 100. Nee, das ist so, die lassen dann für sich singen und dann gucken sie nur und sagen, das ist gut, damit kann ich Geld verdienen. Ja, ja, mach ich auch. Boah, ich sag mal so, ne? Wie viel Geld wollen die noch haben? Wo wollen die denn? Wenn die irgendwann tot sind, die können das Geld eh nicht mitnehmen. Können sie mir geben. Komm, Michael Jackson, konnte nichts mitnehmen. Gar nichts, nada, miente. So viel Kohle, aber nein. Alles in seine Familie gegangen. Seine Familie oder? Flipp ich aus, die ganzen. Was ist los? Kann man damit besser sehen? Oh, ah, sie sieht aus wie Jay-Z. Ich habe letztens gesehen, wie seine Tochter Dirty Diana gesungen hat. Von Jay-Z? Nee, von Michael Jackson. Paris? Ja, natürlich nicht. Sie ist nicht Michael. Ich weiß, aber sie wollte auch nicht so singen wie er. Sie hat das ein bisschen verrockt und ein bisschen mehr punkig gemacht und sowas. Aber es ist halt, ja. Fühlt sich für mich nicht so an wie. Bing, fight. Als wäre es ein Offspring von Michael so. Also es passt überhaupt nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist sie gar nicht die Tochter. Angeblich. Doch, sieht man das ja nicht, die Kinder. Wieso? Der soll doch Samenspende in, wie ist immer so, diese Leihmutter Debbie so und so. Du hast das falsch gelesen, Seifenspende. Das ist ein Humor. Seifenspender. Ja. Ah, der war ein Seifenspender. Du verliest dich jedes Mal. Das ist auch nicht schlecht. Gehe ich demnächst auf so eine Wohltätigkeitsveranstaltung und sage, ich bin auch ein großer Spender. Hallo, ein Seifenspender. Kommen Sie. Und die Hände waschen hier. Klaus, ich bin Seifenspender von der Toilette. Wir wollen die Hände waschen, kommen Sie. Kommt ja, Seite. Also, genau. Kostet 50 Euro. Wie sagst du, einen Termin bei der Samenbank ab? Kann ich kommen? Mein Hummer. Dein Hammer? Hummer? Hammer. Sein Hummus. Sein Hermes. Du bist Hammer. Ich bin Hammer. So. Ich schicke euch jetzt mal was und ihr müsst es beantworten, okay? Aber ich weiß, wer das kennt, ist ruhig, ne? Er erzählt nichts. Mr. X, pass ihm auf. Kenn ich nicht. Wo fährt der Bus hin? Links oder rechts? Und wenn, dann sag mir warum. Links. Warum? Rechts.
Warum? Links. Warum? Der fährt nach links. Erklärt mir, warum. Erklär mir, warum. Erklär mir, warum er nach links. Warte, ich will seine Begründung hören. Warum fährt er nach rechts? Nicht nach rechts, er fährt zu mir. Ja, aber warum? Ja, in die Richtung, meinst du? Falsch. Warum? Ich wette mit dir, das ist falsch. Also du hast keinen Grund, oder was? Das ist nur ein Gefühl. Die Fenster hier sind länger. Nein, sind wo ist denn die Tür? Wo ist denn die Tür? Da ist keine Tür. Ja, das heißt, die ist auf der anderen Seite. Das heißt, der Bus fährt nach links. Wenn wir die Tür nicht steigst du links im Bus ein, oder wenn was? Die Tür nicht zu sehen sind, heißt das, die ist auf der anderen Seite. Wo steigst du ein und wo fährt der Bus dann hin? Cool, billig. Du kannst das. Es sei denn, du bist in England. Der Bär ist die Busse rot. Oder Australien. Australien-Bus. Dann werden die Busse rot. Der Bär fährt so wenig. Aber ist gut, oder? Was? Und du kannst das aber bestimmt. Nein. Du bist eine Lüge. Guck, der kann lügen. Sowas. Guck, der kann nicht lügen, der kennt das. Das ist so dreckig, der Typ. Wollen mich auf die Der kannst das, ne? Verarschen wollte. Nein. Schlechter Schauspieler. Schlecht. Nein. Kenn ich nicht. Mach mal Abschlussthema, komm. Voll der Drickser. Kenn ich nicht. Ja, voll der Lüger. Zeig mal. Ramadan. Okay, dann kommen wir mal zu unserer Favoritin. Aber so gesehen ist diesmal nicht so schwer, weil es hat was mit Vorlieben zu tun. Also es geht nicht darum. Also genau wie das letzte Mal mit dem Abbeißen vom Toast und sowas geht es diesmal. Okay. Einfach nur um eine Neigung. Ne? Also ich habe schon Favoriten, weil ich meine, das ist so Ewigkeiten, Toastliebhaber und sowas, muss man halt immer eine Nummer haben. Mr. X auch, merken Sie Ihre Nummer und sagen Sie sie gleich, noch nicht jetzt laut sagen. Okay. Aber which slice of bread is toasted perfectly? Bread. Ne, wir können so ein bisschen vergrößern. Ja, so hier. Guck mal. Aber sind das... Ich glaube, das ist natürlich ein bisschen international Standard, ne, weil... ich kenne halt diese Röstgrade da in der oberen Reihe kenne ich nicht so sehr, sind nicht hier so verbreitet. Mhm. Aber ja. Ich habe meins gefunden. Sehr gut. Wie sieht's hier aus? Die 6. Ne, die 5. Ich glaube, 6 ist Psychopath. 5. 5 oder 4? 6? 5. 5. Mach keine Physik draus, Mann. Sag einfach, welches Brot du magst. Weißbrot. Das Ding ist, es ist ein Unterschied zwischen welche Toastgrad mag ich und zu der Frage, welche ist perfekt. Ja, aber welche magst du, ist die Frage. Ich mag die 1. Na, ja, habe ich auch überlegt gehabt. Ich mag die 5. Ja. 5 ist perfekt. Hier ist perfekt wäre die 5, genau. Perfekt wäre die 5. Das sieht komisch aus, das ist auch nicht so, das ist zu hell. Perfekt wäre die 5, aber ich persönlich mag die 1. So, was los? 1 ist schon lecker. Und du? Ich bin bei der 4. Ich mag diesen runden Hauptröstkreis, mag ich. Nee. Doch, ist mein Ding. Ja. Weil ich glaube, so die 5 hat irgendwie in den Rändern ist noch nicht, vorne oben der Rand ist nicht durchgetoastet. Aber ich hatte auch am Anfang 6 im Auge so ein bisschen. 6 schon lecker. Habt ihr mal so einen verbrannten Toast gegessen? Ja. Das Beste. Nutella drauf? Oder hier Haselnusscreme? Aber ich habe einen geilen Trick gelernt. Den ganzen Tag haben wir alle möglichen Marken aufgezählt bei Nutella. Das sagt der Haselnusscreme. Aber ich habe einen geilen Trick gelernt, wie man, wenn du wirklich mal 2 Toastbrote verbrannt hast, dann fangen die Leute, aber die Leute machen das mit Messer normalerweise. Nee. Das ist viel einfacher. Du nimmst 2 Scheiben und reibst sie aneinander. Das ist aber schon ganz alte Technik. Aber die meisten Leute wissen das nicht. Das haben die Ägypter damals schon erfunden. Oh, wisst ihr, woher das Wort? Ägypten? Kennt ihr das? Dass die Toastbrot davon haben? Nein, wo das Ganze. Guck mal, die Europäer haben früher, wenn Leute, die außerhalb Europa waren, waren für die alle Ägypter. Wenn du sagst, ich bin aus Jemen, haben sie gesagt, du bist Ägypter. Ne? Ägyptien. Egal, wo die herkamen. Ne? Die waren nur dunkle Haare, schwarze Haare. Bisschen dunkler. Alles Ägyptchen. Heute sind das Nafris. Warte, ne, alles Ägyptchen. Ne? Gypsien, kommt wohl? Was haben die? Irgendwann haben die gesagt Gypsies. Daher kommt das Wort wohl her. Und, weil die nicht verstanden haben, Gibberich. Dann kommt das Wort Gibberich. Aber kein Müll. Das kommt daher. Ohne Scheiß. Niemals. Ohne Scheiß, das kommt daher. Okay. Gibberich. Wortherkunft. Gibberich. Ägypten. Nicht Ägypten, Gibberish. Ägypter. Warum Gibberish? Woher kommt das Wort Gibberish her? Das kommt daher von Ägypten. Von Ägyptchen. Ja. Mr. X schaltet völlig aus. Gibberish nicht. Der ist schon aufgegeben. Gibberish. Nur weil die Kamera aus ist, heißt nicht, dass du ruhig bist. Du kannst ich bin dabei, reden. Ich bin die ganze Zeit dabei. Was sagst du zu meiner Theorie? Welcher? Dass das Gibberish und Gypsy von Ägypten. Du sagst es, Theorie. Das sind 2 Theorien. Ja, aber welche Theorie hast du? Eine ist diese... Was ich gesagt habe. Was du gesagt hast, Sprache verwendet von den Zigeunern gesprochen wurde. Die 2. Theorie nach stammt das Wort vom Namen eines islamischen Alchemisten aus dem 8. Jahrhundert namens Jaber. Aber was ist Jaber? Das ist ein unverständlicher Zauberspruch. Unverständlich.
der als Geber übersetzt wurde. Deswegen aber der Arabisch geredet, Geberisch. Das heißt, die wussten, dass der Arabisch redet. Aber ja, aber was hat das mit Ägypten dann zu tun? Weil die immer gesagt haben, alle, die irgendwo nicht aus Europa kommen, sind aus Ägypten. Genau, das wie die Griechen haben Ägypter. Zu allen, die nicht Griechen gesagt, Barbaren. Ja, ist so. Barbarisch. Woher kommt Berber. Das Wort Barbaren? Berber. Woher kommt das? Friseur. Von, aus dem Griechischen. Also er sagt, die Griechen haben dazu alles. Niemals hat er das gesagt. Ich hab doch gesagt, ich boykottiere heute. Ja, hab ich gemerkt. Du hast mal so nicht lachen. Du hast nicht einmal gelacht. Ich hab kein einziges Mal gelacht in dieser Folge. James Boykott heißt er. Tut mir einen Gefallen. Jedes Mal, wenn er lacht, mach mal sein Gesicht groß. Bitte. Nein, jedes mal. Auf keinen Fall. Mr. X, bring sie noch einmal zum Lachen. Der heißt James Boykott. Bring sie noch einmal zum Lachen. Was on this high note, we end this episode. Haut rein, bis nächste Woche. Adios.